Hallo meine Seelensterne, herzlich willkommen zu unserer nächsten Reading, das vorangekündigte Reading, was das Universum hinter die Kulissen für dich vorbereitet hat, was du jetzt da auf dich zukommt oder was hinter die Kulissen quasi mehr oder weniger für dich orchestriert worden sind, die jetzt mehr oder weniger sich manifestieren in deinem Leben. Wir haben wie immer drei Gruppen, und zwar ist die Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3. Für all diejenigen, die mir Spenden zukommen gelassen haben über PayPal, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken, dass ihr meine kostenlose Arbeit hier wertschätzen tut. Das unterstützt mich mit verschiedenen Kartentext, die ich dann für euch kaufe, die ich jetzt vielleicht hier in Deutschland nicht bekomme, wo ich auf meine Wunschliste setzen kann. Gleichzeitig unterstützt mir auch, dass ich Dekos immer wieder neue erstelle oder finde, wo ich dann kaufen kann. Und natürlich ist es einfach auch eine Wertschätzung, wo das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen im Gleichgewicht hält. Dafür danke ich all denen, die mir auch regelmäßig etwas aus meiner Wunschliste zukommen lassen, manchmal mir auch irgendetwas nach Hause schicken, selbstgebastelte Sachen. Das macht mir unendlich Freude. Vielen Dank für eure Treue, für eure Liebe, für eure Likes, für das Kommentieren und vor allem danke auch an meine langjährigen Abonnenten, die mir immer treu geblieben sind, egal wie schwierig die Zeiten oft waren oder wie was für Hochs und Tiefs ich auch hatte. Sie sind immer hinter mir gestanden, haben mich begleitet und hat mir viel Kraft gegeben in dieser turbulenten Zeit, in denen wir alle momentan stecken. Dafür möchte ich mich bei jeder Einzelnen bedanken. Ich begrüße natürlich auch die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen auf meiner Seite und ich freue mich auf eine hoffentlich positives Reading. Ich weiß, dass jetzt gerade im Feld sehr viel passiert, also energetisch auch. Körperliche Symptome sind momentan ganz, ganz stark aktiv. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass es einfach dir körperlich nicht gut geht, du Schmerzen hast, deine Knochen dir wehtun und dass es einfach keine Krankheit dahinter steckt, dann hat das mit Lichtkörpersymptomen zu tun. Es passiert wieder einiges im Feld, im Außen, durch das Transformationsfeld, in dem wir uns bewegen. Hallo Amor. Amor ist da. Und natürlich haben wir auch nach wie vor Saturn, Pluto, Mars, Uranus, Neptun, Venus, glaube noch Merkur und nochmal eine Planet, 6 Planeten, die ganz stark noch rückläufig sind, im Monat von Oktober hineinwandern. Wir bewegen uns ja jetzt langsam in den Monat Oktober. Ich glaube, wir sind schon in der Zeichen Waage eingetreten. Bin jetzt nicht sicher, doch, wir sind schon in der Zeichen Waage eingetreten. Hallo mein Schatz. Und das ist auch der Monat der Harmonie. Merkur ist noch rückläufig bis nächste Woche, glaube ich, oder bis zumindest mal, glaube ich, 6. 7. Oktober, wenn mich nicht täuscht. Ich habe jetzt da keine Agenda vor mir, um es genauer zu beurteilen. Aber im Allgemeinen gesehen sehe ich das Ganze aus einer sehr positive Sicht, weil auch man merkt, dass im Außen die Menschen immer mehr wach werden. Ja, egal was jetzt gerade im Außen geschieht, ich habe so das Gefühl, es passiert in drei Bereiche deines Lebens. Entweder passiert das sind deine Partnerschaften, das heißt alle Partnerschaften, die nicht auf ein gesundes Fundament aufgebaut sind, brechen zusammen. Dann gibt es die zweite Seite, und das ist dann berufliche Bereiche, die brechen beruflich oder Finanzen brechen zusammen. Was da alles nicht auf ein gesundes Fundament ist, wird jetzt geprüft und fest, wie fest du in deinem Sattel bist, was du alles gelernt hast und wie du damit halt natürlich auch lernst umzugehen. Und für den dritten Bereich ist die Gesundheit. Also die drei Bereiche beobachte ich jetzt ganz, ganz intensiv und ich denke einfach, dass es noch bis Ende Oktober, solange Saturn rückläufig ist, wird das noch weiterhin so zugehen. Und ich bitte denke doch immer daran, Merkur, Saturn, Pluto, Mars tun uns gerade auf viele, viele Ebenen prüfen. Ja, wir haben viel mit karmischen Themen zu tun, wo wir entweder durch Begegnungen mit anderen Menschen, mit unserer eigenen Karma konfrontiert werden, mit unseren eigenen Mustern konfrontiert werden, mit Verhaltensmuster oder vielleicht auch mit Ängsten aus der Vergangenheit, die noch nicht verarbeitet worden sind, die jetzt mehr oder weniger in die Heilung gehen möchte, weil die Zeit jetzt dafür gekommen ist. Egal in welcher Form es sich jetzt zeigt, sei bitte bereit, es dir anzuschauen, weil ich habe festgestellt, je weniger du
dich dagegen wehrst, dass das passiert, desto leichter wirst du über die Zeit kommen. Ich persönlich selber erlebe es auch gerade ganz intensiv im Bereich zwischenmenschlichen Partnerschaften. Amor hat einen Schluck auf, aus was für Gründen auch immer. Mutzilein, mit einem Schluck auf, mein Schatz. Mein kleines Engelchen. Ich erlebe es einfach in der Zwischenmenschlichen, wo ich jetzt aufgrund von Begegnungen mit alten Verletzungen konfrontiert werden, die ich jetzt mir genau anschaue, aber auch geprüft werde, wie weit ich mit mir Spielchen spielen lasse oder wie weit ich einfach gewisse Dinge mit mir machen lasse, die ich in der Vergangenheit vielleicht toleriert habe oder lang genug gesagt habe, ja okay, ich muss Verständnis dafür haben oder ich muss das und jenes mitmachen. Und ich merke einfach, dass da ich wirklich merke, ich habe mich verändert. Ja, es gibt für mich mehr oder weniger bis zu einem gewissen Punkt, ja, Kompromisse, aber ab einem gewissen Punkt, wo ich merke, dass es mir persönlich nicht mehr gut tut, ja, und dann distanziere ich mich davon. Dann merke ich einfach, dass das einfach ein sinnloser Unterfangen ist, wo mir nur selber Schaden zufügen tut. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich weder mit Wut noch mit irgendwelchen Groll dahinter mich davon verabschiede, sondern einfach mit Mitgefühl, mit Liebe, mit Verständnis dafür und mit Dankbarkeit, dass ich darf über mich selbst etwas lernen und zu erkennen, wie weit ich eigentlich in meinem Leben gekommen bin. Und das wird wahrscheinlich bei jeder von euch der Fall sein. Die körperlichen Symptome merke ich bei Menschen, die sich weigern, quasi ihre Themen anzugehen. Da schlägt es in den Körper rein. Ja. Manchmal ist der Körper dann, wenn der Geist und die Seele so dermaßen abgetragen sind oder so dermaßen unter Stress stehen, wird der Immunsystem natürlich geschwächt. Und wenn man dann dagegen nichts tut, wie zum Beispiel Sport, Vitamine nehmen, gesunde Ernährung, an frische Luft zu gehen, dann ist der Aura so dermaßen abgeschwächt, dass dann der Körper auch darunter leidet. Und manchmal tauchen auch schwerwiegende Krankheiten auf, als Warnung dafür, als letzte Warnung dafür, komme bitte wieder auf deinem Seelenplan. Das passiert jetzt bei einigen Menschen, die vielleicht vom Weg abgekommen sind und es einfach sich weigern, die Komfortzone zu verlassen und einfach die Verantwortung für sich selbst und ihr Leben zu übernehmen oder das zu tun, was wirklich dein Seelenplan ist oder was dein Herz wirklich will. Ja? Und für die anderen, die jetzt einfach, sage ich mal, in partnerschaftlichen Bereichen oder im finanziellen, beruflichen Bereich in den Boden unter die Füße weggerissen werden, auch hier ist ein Spiegel da zum Anschauen, wo stecke ich in alten Mustern fest, wo verzichte ich auf mein Glück zum Wohle anderer Menschen oder wo lasse ich mich von Drittpersonen beeinflussen, was für mich gut und was für mich nicht gut ist. Und vor allem auch mal zu erkennen, wer tut mir wirklich gut und wer tut mir nicht gut. Ja? Und wo bin ich in toxischen Verbindungen verwickelt, die einfach nirgends hinführen und wo ist da wirklich tiefes Hinsehen notwendig, wo man mit alten Wunden konfrontiert wird, die man vielleicht noch nicht ausgeheilt hat. Ja? Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch beruflich und finanziell auf das Gleiche bezogen. Beruf und Finanzen haben ja oft auch mit dem Wurzelchakra zu tun. Partnerschaften haben meistens wie immer mit dem Solarplexus und Sakralchakra und Herzchakra zu tun. Und es geht auch viel um den Halschakra, die Authentizität, die Ehrlichkeit, Kommunikation. Auch hier sehr wichtig. Okay, soviel zu den Tendenzen, was wir hier haben. Der Amor hat natürlich alles schön hier gedeckt, damit wir da keine einzige von den Karten angucken können. Ich werde jetzt jede einzelne Karte zeigen. Da ist auch ein Charm dazu gekommen. Ach, danke, Amor. Das ist aber lieb von dir. Da ist auch ein Charm dazu gekommen, den du dir aussuchen kannst. Die Bedeutung der Karten, die werde ich dir dann bei den jeweiligen Reading vorlesen, um dir zu sagen, was die Karten, was der Stein, den du dir jetzt, zu dem du hingezogen hast, vielleicht für dich auch als Botschaft hat, was du gerade für dich jetzt wichtig ist zu beachten, während hinter der Kulisse Dinge in Bewegung gebracht werden für dich, besonders wenn jetzt die Planeten jetzt bald geradläufig werden und dann wieder Bewegung kommt in diesen Stillstand, in dem wir uns jetzt befunden haben seit über 5 Monaten. Okay, die Gruppe 1 hat diesen wunderschönen Stein. Ich finde sie einfach auch in der ganzen Farbkonstruktion sehr, sehr schön. Es geht sehr in Pinklastigkeit. Ich gehe auch davon aus, dass es einfach auch hier, würde ich jetzt sagen, sehr viel mit Herzchakra zu tun hat. Der Stein selber heißt Kuprit, ja.
und geht um Flow, um Sicherheiten und Großzügigkeiten. Der Rest, das werden wir dann uns in dem Reading anschauen. Und dazu ist das Schwert gekommen. Vielleicht geht es bei dir jetzt um Entscheidungen, die du in deinem Leben zu treffen hast. Weil das Schwert ist auch immer eine Karte, die dich auffordert, hier Klarheit und Entscheidungen in deinem Leben zu bringen. Das Schwert hat auch viel mit dem Geist zu tun, also mit dem Kopf zu tun. Vielleicht bist du auch sehr kopflastig und deswegen übersiehst du eigentlich die Themen, was mit deinem Herz zu tun hat. Das sind ja eigentlich total zwei gegensätzliche Elemente, wo das eine eher mehr mit Herzchakra zu tun hat, hat das andere eher mehr mit dem Ego zu tun, mit dem Kopf zu tun. Vielleicht geht es aber auch darum, dass du jetzt einfach wirklich mal mit gewissen Dingen in deinem Leben abschließen solltest, die dir nicht gut tun und das aus deinem Leben rausschneidest. Das Schwert hat immer zwei Seiten. Die eine Seite schneidet, die andere Seite verletzt. Achte immer auch immer darauf, welche Entscheidung, was du da triffst, ob es da Entscheidungen triffst, wo du andere Menschen verletzen möchtest, aus dem Ego heraus, oder Entscheidungen triffst, dich zu befreien von Menschen, die dir eben halt nicht gut tun oder dich beeinflussen oder dir in deinem Leben einfach mehr Probleme verursachen, als Gutes bringen. Ja, oder dir einfach dein Herzensglück im Weg stehen. Ich sage einfach immer wieder, woran du das erkennen tust, ist, wenn du in eine Situation verfahren bist oder gefangen bist, wo zum Beispiel du einen Weg einschlagen möchtest, der vielleicht für deine Familie, für deine Freunde oder für die Gesellschaft sehr ungewöhnlich ist. Ja? Und Menschen, die dir wirklich gut gesonnen sind, Menschen, die dich wirklich lieben, Menschen, die wirklich dir das Gute auf dieser Welt wünschen, die werden dich motivieren, den Weg zu gehen. Die werden dich motivieren und sagen, weißt du was, wenn es dich glücklich macht, tu es. Warum muss es immer alles nach Regeln und nach Ordnung und nach Rang gehen? Das ist doch alles nur gemacht im Außen. Wenn dein Herz dich in irgendeine Richtung ruft und das dich glücklich macht, dann freue ich mich für dich, dann geh diesen Weg. Ja, das machen zum Beispiel meine Freunde. Je ungewöhnlicher der Weg ist, den ich einschlage, ob es im Bereich von Spiritualität ist oder im Bereich von meinen Partnerschaften oder im Bereich von meinen Freundschaften oder beruflichen, stehen meine Freunde hinter mich. Auch wenn sie nicht verstehen, was ich gerade in dem Moment tue, aber sie sagen, wenn es dir gut tut und du glücklich bist, dann tu das. Aber wenn sie merken, dass es mir nicht gut tut oder ich dann mich negativ verändere oder ich dann einfach den Boden unter die Füße verliere oder einfach meine Stimmung davon abhängig ist und ich nicht mehr vorwärts komme in meinem Leben, sind diese Freunde aber auch hinter mich, wo mir sagen, hey, überprüf nochmal, ob diese Entscheidung, die du jetzt gerade triffst, wirklich in Übereinstimmung ist mit deinem Seelenplan. Ja, ob das wirklich das ist, tut es dir wirklich gut? Und die Frage stelle auch ich mir jeden Tag. Na, wenn ich in eine Situation verwickelt bin, wo ich nicht weiß, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut, frage ich mich jeden Tag, tut diese Situation, dieser Mensch, dieses Ereignis in meinem Leben gerade mir gut? Und wenn ich glücklich bin und es mich aufhebt und es mich happy macht, ja, dann gehe ich dem nach. Aber wenn ich merke, dass ich depressiv bin, dass es mir runterzieht und dass es mir das Gefühl gibt, ich bin nicht gut genug oder ich bin wertlos, dann ziehe ich mich davon zurück, weil ich merke einfach, es tut mir nicht gut. Und spiegle einfach erstmal, warum ich in diese Co-Abhängigkeit verfallen bin oder warum ich mich davon so dermaßen beeinflussen lasse, dass es einfach mein Wert, mein Alltag und mein Leben bestimmen tut. Und das sind eben diese Sachen, wo man auch mit toxischen Verbindungen oder Co-Abhängigkeiten gleichstellt. Ja? Zusammen zu sein mit jemandem, den man gern hat, ob das Partnerschaften sind, Freundschaften sind, Beruf ist oder Familienmitglieder sind, das ist eine Sache. Aber wenn diese Menschen einem nicht gut tun und einem immer nur runterziehen und einfach einem das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein, dann muss man irgendwann eine Entscheidung treffen und zu sagen, ich habe dich zwar lieb, ja, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr. Ja, und meine Wohlbefinden, mein Alltag, mein Leben ist mir wichtiger, weil es am Endeffekt immer um dich geht. Das jetzt für die Gruppe 1. Für die Gruppe 2 ist dieser wundervolle Stein gekommen. Es hat bei mir so ein bisschen das Bild von der Mutter Erde dargestellt. Ich habe den Stein auch noch nie gesehen. Und das ist der Stein Äthiopien Opal. Das geht um Wiedergeburt, um ein Portal und um Wünsche. Ja? Und wird von Merkur anscheinend auch bestimmt und vielleicht fühlst du dich zu diesem Stein hingezogen und dazu kam diese Schlüssel. Vielleicht geht es einfach darum, um den Schlüssel zu deinem Herzen. Vielleicht geht es darum, dass du dein Herz wieder öffnen möchtest und
quasi weißt nicht, wem du die Schlüssel geben solltest. Vielleicht geht es einfach auch um Herzchakra-Themen, ja, wo einfach da um den Schlüssel geht, wem übergebe ich jetzt den Schlüssel zu meinem Herzen, will ich das machen? Oder wenn dein Herzchakra komplett blockiert ist, dass du vielleicht hier damit dich auseinandersetzt. Das Thema ist auch hier Wiedergeburt und Leidenschaft oder Wünsche. Und hier hat es natürlich auch wieder mit Herz zu tun. Ich habe sowieso das Gefühl, momentan hat es sehr viele Dinge mit dem Herz zu tun. Ob es jetzt um deine Herzenswünsche geht oder um deine Beziehungen geht oder um den Weg geht, den du einschlagen solltest. Auf jeden Fall sehe ich hier einen Schlüssel. Es kann aber auch sein, dass es der Schlüssel ist zu irgendeinem Schatz, zu irgendeiner Pandora-Büchse, zu irgendeinem Haus oder zu irgendeiner Neugeburt in deinem Leben, wo du den Schlüssel jetzt dafür erhältst, um die Türe zu öffnen. Egal in welche Richtung, ob es die Türe zu öffnen ist für ein neues Leben, die Türe zu öffnen für eine neue Partnerschaft, die Türe zu öffnen für eine neue Land, für einen neuen Weg oder die Türe zu öffnen zu der Pandora-Büchse und sich wirklich anfangen mit seinen Lebensthemen auseinanderzusetzen. Der will nicht so gerne hier bleiben. Ich werde ihn jetzt mal versuchen umzudrehen, vielleicht bleibt er jetzt so hängen. Schwierig. Okay. Und die dritte Karte ist dieser fluffige Stein, wo ich auch jetzt so am Anfang gedacht habe, was zum Henker ist das? Aber interessant fand ich auch diese Form vom Herz hier drin. Das sieht man eigentlich jetzt, wenn man auf der Karte sieht, nicht so gut. Aber hier in dem Bildschirm sehe ich das, dass es irgendwie so eine Herzformen da in sich hat. Aber auf dem Bild, wenn man es genau hinschaut, sieht das dann ein bisschen anders aus. Ja? Aber es hat trotzdem, die Herzformen bleiben. Es sind überall so ganz kleine Herzen überall. Das Thema und der Stein ist der blaue Aragonit und das geht um Empathie, jetzt weiß ich, warum ich Herzen gesehen habe, um Mitgefühl und um Kommunikation. Ja, und blau ist natürlich auch das Halschakra, dass man Dinge ausspricht, kommuniziert und redet über Dinge, die vielleicht ausgesprochen werden müssen. Und ich habe hier diesen Victory Kranz bekommen, wo es dann einfach auch vielleicht darum geht, Dinge in deinem Leben, die stagniert sind, jetzt zu einem Abschluss zu bringen, damit du quasi den Sieg erlangst über das, was auch immer für dich jetzt gerade von Bedeutung und wichtig ist. Okay, wenn ihr dann soweit seid, dann bitte ich euch darum, dass ihr jetzt euch diesen Stein aussucht, was für euch wichtig ist, oder den vielleicht fühlst du dich auch zu irgendeiner von diesen Engelbildern hingezogen. Für die Mitte habe ich da den Drachen, schön, dass es dich gibt. Für die linke Seite ist eher so diese irdische Energie, ja, diese Erdung, aber gleichzeitig auch mit der Herzchakra, diese Engel öffnet da, diese Lotusblume, bleibt aber dabei geerdet und bei sich. Und auf die Seite haben wir das Feuerelement und die zwei Flammen, die hier aufbrechen, dass es einfach vielleicht auch um Leidenschaft und Passion geht und vielleicht die Dinge voranzutreiben. Die Farben sind Sakralchakra und natürlich auch die Farbe vom Solarplexus-Chakra, also Orange und Gelb, ja. Vielleicht fühlst du dich auch zu denen hingezogen. Also für die, fühle dich frei, vielleicht sind es auch mehrere Gruppen, zu denen du dich hingezogen fühlst. Ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und rufe all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit. Meine höhere Selbst, meine geistige Führer, mein Schutzengel. Ich verbinde mich mit Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein und bitte darum, dass mein Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien gereinigt wird und mit den Energien der allerhöchste göttliche Licht und allerhöchste göttliche Liebe geladen wird. So mögen meine Wörter, Gedanken und Gefühle heute göttlich geführt sein durch dich, Spirit, und natürlich durch dich, Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein. Ich bitte darum, dass meine Zuschauer, Zuschauerinnen zu ihrer Gruppe geführt werden durch ihre Seelen, durch ihre Intuitionen, so dass ich ihnen heute hier, was hinter der Kulisse vorbereitet wurde, durch die geistige Welt, durch ihre Seelen, durch das Universum, dass sie da die Informationen erlangen, die für sie wichtig und notwendig ist. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit der Gruppe 1. Wir sehen uns gleich, Gruppe 1. Hallo liebe Gruppe 1, herzlich willkommen zu deiner Reading, was das Universum hinter den Kulissen für dich am Vorbereiten ist. Du hast dich für diesen wunderschönen Kartendeck entschieden und ich werde jetzt mal schauen, worum es hier geht. Da geht es um Großzügigkeit, um Sicherheit und um Fluss im Leben zu bleiben. Humanitarian at heart, es geht hier auf jeden Fall um Herzensprojekte oder du bist ein Mensch, wo sehr viel Herz hat und Kuprit encourages the practice of helping others without expectation. Der Kuprit ermutigt dich, anderen zu unterstützen, ohne eine Erwartungshaltung zu haben. It assists
in Facing Issues with Authority Figures. Es unterstützt dich, Situationen mit Autoritätspersonen anzugehen, especially your father, vielleicht Vaterthema, in order to become the authority figure in your own life, damit du diese Autoritätsperson in dein eigenes Leben wirst. Cuprit helps release any blame and resistance that may be blocking you from taking responsibility for the decisions you make. Der Cuprit unterstützt dich bei jeglicher Widerstand oder Blame ist ja mehr oder weniger, wenn man sich selbst Blame. Ich finde das deutsche Wort dafür nicht. Moment. Die Schuld gibt, dass man manche Entscheidungen getroffen hat im Leben, die vielleicht nicht richtig gewesen sind. Ja? Dass man vielleicht manche Entscheidungen getroffen hat, die nicht richtig waren oder manche Entscheidungen nicht trifft, weil man sich dagegen wehrt, wo wichtig wären. Da unterstütze ich der Cuprit. Taking responsibility for the decisions you make, damit du Verantwortung übernimmst für die Entscheidungen, die du triffst. Das heißt, Entscheidungen, die du dich wehrst zu treffen und Entscheidungen, für denen du dich schämst, dass du sie getroffen hast. Dass du da dafür Verantwortung übernimmst. Activating the survival gene. Cuprit attracts what we need to make it true. Challenge moments, increasing our life force and overall vitality. Takes the driver's seat, you're ready. Okay, und das ist Aquarius und Venus. Und der Cuprit zieht all das in deinem Leben an, was damit du kannst die Herausforderungen in deinem Leben überwinden und es erhöht deine Lebenskräfte und deine Vitalität. Und die letzte Botschaft ist, setz dich in deinem Auto und übernimm die Führung, du bist bereit. Also falls du jetzt irgendeine von diesen Themen haben solltest, gerade ob es jetzt ist, dass du dich möchtest heilerisch tätigen oder du bist ein Mensch, wo sehr viel gibt, ohne zu erwarten von anderen Menschen und vielleicht auch viel mit Energievampiren zu tun hast, die dich vielleicht aussaugen, dann ist das vielleicht einfach ein wichtiges Thema für dich, dass du vielleicht mal mit dem Cuprit arbeitest, dir den Cupritstein holst oder aber, wenn du mit Vaterthemen zu tun hast, Autoritätspersonen zu tun hast, wo vielleicht, es muss nicht immer Vater sein, es kann Autoritätsperson, kann Mutter sein, es kann Familienmitglieder sein, es kann ein Chef sein, wo du da vielleicht mit den Menschen zu tun hast. Der Cuprit hilft dir, das so zu bewältigen, dass du lernst, die Autorität in der Autoritätsperson in dein eigenes Leben zu werden. Wenn du Entscheidungen treffen solltest, für denen du dich weigerst, weil du Angst davor hast, dass es die falsche Entscheidung wäre oder dass du dich wehrst, weil du nicht weißt, was andere Leute davon denken oder du dir die Schuld gibst für gewisse Entscheidungen, die du getroffen hast, die dann nachträglich vielleicht zu Desaster geführt haben, die du eigentlich nicht wolltest. Auch hier empfehle ich dir, den Cuprit zu nehmen und vor allem, wenn es darum geht, dass du dich müde, krank fühlst oder einfach nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst, ja? Das zumindest mal für den Stein, den du dir ausgesucht hast. Und natürlich haben wir ja schon bereits über den Schwert gesprochen. Der Ast des Schwertes spricht ja auch immer davon, triff eine Entscheidung, ja, und sei bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Es geht vielleicht auch um Dinge, die du zu klären hast, aber davor musst du dich erst auf Distanz gehen, vielleicht eine Situation kritisch prüfen und damit du zu einer klugen Erkenntnis kommst und dann eine Entscheidung aus diesem Bereich triffst, finde ich sehr spannend, weil der Cuprit ja gerade auch um das Thema Entscheidung geht. Dann haben wir dann der Schwert in beruflicher Bereiche, kommt er dir mit Problemlösungen, damit du kritisch die Dinge analysieren kannst. Bei Beziehungen ist Schwert immer der nüchterne Klärung, offene Gespräche, Klarheit in gewisse Angelegenheiten zu bringen. Aber für mich persönlich steht das Schwert in allgemeinem für entscheidende Ideen, Klarheit, Wissen, Objektivität. Ja, einfach wachsam sein, dass man nicht kaltherzig, also die zweite Seite des Schwertes, wo schneidet, ist meistens immer für Kaltherzigkeit, Scharfzügigkeit, Ungerechtigkeit, Zerstörung und Streitlust. Ja, also da bitte sei achtsam, dass du da aus dem Herzen mit dem Cuprit handelst, ja, in liebevolle Handeln und vor allem nicht andere Leute manipulierst. So, wir beginnen jetzt mit dem Reading, indem ich mich jetzt kollektiv mit der kollektiven Energie in der Gruppe 1 verbinde. Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien der Gruppe 1 und bitte darum,
das durch mich heute hier gewirkt wird zum Wohle von der Gruppe 1 und bitte darum, dass mir gezeigt wird, was das Universum hinter der Kulisse für die Gruppe 1 am Orchestrieren ist. Ja, wir haben bald Oktober. Ich bin ein Samhain Halloween Junkie. Das heißt, ich werde immer mehr solche Freaky Karten mit einbeziehen. Zum Beispiel auch der Zombie Tarot wird ins Spiel kommen heute. Wir haben die Halloween Oracle Karten. Und neu habe ich von Barbara Moore die Trick and Treat Tarot Karten, mit denen ich arbeiten werde. Ich habe leider viel zu wenig von diesen Halloween Sachen, aber das, was ich habe, werde ich benutzen und ich hoffe, dass ich immer mehr und mehr davon was finden werde. Ab Mitte Oktober wird auch die Dekoration so mehr in Richtung Halloween gehen und Samhain gehen. Und also habt bitte Verständnis dafür, wenn die Karten ein bisschen grausig aussehen momentan, aber das ist halt meine Art und Weise, das Samhain begrüßen zu können. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bitte darum, dass mir gezeigt wird, was das Universum für dich gerade am Kreieren ist. Ich arbeite als allererste für das Thema mit der Numinous or Astrodeck Karten, um zu schauen, was da im Hintergrund für dich gerade am Werk ist. Also was ist das Thema? So, Gruppe 1, lass uns mal schauen, was das Universum hinter der Kulisse für dich am Vorbereiten ist. Okay. Wir haben hier Empowerment and Intimacy. Okay, wir haben einmal die achte Haus, da geht es um Erotik, es geht um Sex, es geht um Intensivität, es geht um Verbindungen, es geht um Kundalini-Erwachen und es geht hier um in deine Kraft zu kommen. Okay, also ich würde mal einfach sagen, was ich hier jetzt ganz, ganz stark wahrnehme, Gruppe 1, bei dir geht es einfach darum, deine Barrieren in deinem Herzchakra runterzulassen. Es geht um eine Herzöffnung, vielleicht ist die Zahl 8 für dich auch von Bedeutung, deine Lebenszahl oder du siehst die Zahl 888 sehr oft. Wir haben das 8. Haus steht einfach für Investment, ja, für Intensität, für Verträge, für Sexualität und Erotik. Ja. Es geht aber auch um Kapital, um Geheimnisse, um Mysterien, um Obsessionen, ja, um Kundalini-Energie, um Stalking und um die Unterwelt. Ja, es sind aber verschiedene Aspekte hier. Hier ist auch zum Beispiel oft, es geht hier darum, wo habe ich mich versperrt gegen Intimität, und zwar wahre Intimität. Wo lasse ich wahre Intimität zu? Wo lasse ich nur sexuelle Energie zu? Ja, wo bin ich bereit, mich zu öffnen für wahre Intimität? Wenn das Kundalini-Erwachen bei dir passiert ist durch die Begegnung mit jemand, muss passiert sein. Kundalini-Erwachen passiert entweder nur, weil du Kundalini-Yoga machst, von morgen bis am Abend, und selbst dann garantiere ich dir, dass es nicht zum Erwachen der Kundalini kommt, weil ich habe es schon probiert, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, du bist jemandem begegnet, wo eine extreme sexuelle Energie zwischen euch beide herrscht. Aber da ich ja hier auch den Contract habe, dass ihr einen Seelenvertrag zwischen euch beide besteht, ja, und das ist einfach in eine Obsession gegangen. Es kann sein, dass ihr euch gegenseitig stalkt, ja, oder aber, dass ihr so dermaßen zueinander hingezogen fühlt, dass ihr gezwungen werdet, beide oder du, deine Mauern runterzulassen. Da es deine Reading ist, möchte ich jetzt mal davon ausgehen, dass es hier darum geht, dass du in deine Kraft kommst, ja, mit der Konjunktion, das ist die Empowerment, dass du in deine Kraft kommst. Und das hat mit Kräfte miteinander zu verbinden, um Intensität, um Autorisierungen, um Allianzen zu schaffen und mit Überforderung zu tun. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Karten so anschaue, dass es hier bei dir, Gruppe 1, um eine Person geht, die du begegnet bist, die entweder dein Seelenpartner ist, dein Twin ist, tendiere ich dazu zu sagen, wo entweder bei dir oder bei euch beide, weil wir hier Contracts haben, Seelenverträge haben und wir haben hier Allies, Allianzen zu schließen und Überforderung. Ich habe das Gefühl, dass ihr kombinieren mit, ja, und Kräfte vereinen. Ich habe so das Gefühl, dass ihr beide ein Power Couple seid. Ja, Power Couples sind Power Pärchen. Habt aber beide ganz, ganz hohe Mauern um euch herum gebaut. Es ist mir egal, ob ihr zwei Frauen seid, zwei Männer seid, Mann und Frau seid, es ist egal. Es geht hier um Intimität bei dir. Wir haben auch das 8 in grüner Farbe.
Herzchakra-Themen. Es kann sein, dass dein Saturn jetzt gerade in deinem 8. Haus in der Beziehungen ist. Beobachte das mal in deiner Geburtschart. Wenn das dort ist, dann kannst du davon ausgehen, herzlichen Glückwunsch, dass es da um deine Beziehungsthemen geht. Und was das Universum jetzt hier macht, das Universum ist hier in deinem Leben reingekommen, um quasi dieses Loch in deiner Seele zu heilen. Hier geht es definitiv darum, sich auf eine echte Intimität einzulassen, nicht obsessiv zu werden. Vielleicht ist diese Verbindung zwischen euch beide so dermaßen stark, dass es euch dazu zwingt, eure beiden Mauern runterzureißen. Ich bin mal gespannt, was da mit der Tarotkarten rauskommen werden, aber ich fühle hier definitiv, dass es hier um eine Verbindung geht, die in deinem Leben gekommen ist und deine ganzen Mauern runtergerissen hat, um dir aber zu helfen, in deine Kraft zu kommen. Was das Universum, es kann auch sein, dass es jetzt erst kommen wird. Ja, es geht um das Thema Intimität. Es geht darum, sich wirklich einlassen zu können, Mauern runterzulassen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Universum hinter den Kulissen für dich eine Partnerschaft vorbereitet hat, der auf Stärke und Intimität basiert. Und wenn du jetzt das nicht hast in dir, wenn du nicht in deiner Kraft bist und wenn du deine Herzchakra zu hast, falls das nicht schon passiert ist, ich weiß ja nicht, was deine Situation gerade ist. Es kann sein, dass das bei dir schon passiert ist und es kann sein bei anderen, dass es erst kommen wird. Ja, das Universum, was auch immer jetzt gerade in deinem Leben passiert ist, wenn du mit so einer Situation zu tun hast, dass jemand in deinem Leben gekommen ist, dass deine Mauern runtergerissen hat und du eine immens starke sexuelle Kraft, also fast schon eine tantrische Kraft zu diesem Menschen verspürst, dass selbst wenn der Mensch nicht da ist, du diese Energien von diesem Menschen wahrnimmst und das ist fast schon obsessiv geworden, dann geht es hier definitiv darum, dass es hier darum geht, deine Herzchakra zu öffnen und in deine Macht zu kommen und in deine Kraft zu kommen, und der Kundalini-Erwachen hat stattgefunden bei dir, und das Kundalini-Erwachen findet nur statt, wenn Twin Flames oder Seelenpartner mit einer ganz tiefen Verbindung zusammenfinden, ja, und das da passiert dann, dass diese Kundalini-Energie erwacht, und das geht, der kann am Anfang so dermaßen stark sein, bis er sich ausgerichtet hat, dass es fast schon zu Obsession und zu einer extrem ausgeartete Energie handeln kann. Also das da zumindest mal ist das Hauptthema, was das Universum hinter den Kulissen für dich am Vorbereiten ist. Lass uns mal schauen, worum es hier geht. Spirit, kannst du mir bitte zeigen, worum es hier geht mit dem 8. Haus und mit dieser Konjunktion, mit dem in der Macht zu kommen. Worum geht es hier bei Gruppe 1? Was ist... Ja, achte auf die Zeichen, die dir geschickt werden. Ja, also ich habe so das Gefühl, du bekommst Zeichen über, du weißt schon, was das ist, weil ich habe so das Gefühl, entweder ist das schon bereits in deinem Leben passiert oder ist es gerade dabei zu passieren oder wird bald passieren. Achte auf die Zeichen. Was auch immer hier passiert ist, du wirst die ganze Zeit Zeichen vom Universum bekommen, ob es jetzt Väter sind oder du Musik hörst oder telepathische Verbindung da ist, wo unerklärlich ist. Diese Verbindung ist etwas ganz, ganz Intensives, die dich dazu quasi zwingen tut, dich mit deiner dunklen Nacht des auseinandersetzen, ja. Wir schauen noch mit einer anderen Karte. Also mit allem, was du bis jetzt um dein Herz herum an Mauern aufgebaut hast, dass diese Person, die in deinem Leben kommt oder in deinem Leben gekommen ist, reißt das runter, und das ist passiert aber hinter den Kulissen, damit du in deine Macht und in deine Kraft zurückfindest und vor allem lernst, dich mit der geistigen Welt zu verbinden oder mit deiner Seele, um die Zeichen zu achten, die von oben kommen, ja. Spirit, worum geht es? Bitte, was ist das Universum hinter den Kulissen? Was ist das jetzt? Was ist das Universum hinter den Kulissen für die Gruppe 1 am Orchestrieren? Was ist das Universum hinter den Kulissen für Gruppe 1 am Orchestrieren? Okay, Midnight. The most magical hour of all. Also das ist fast eine magische Verbindung. Wow. Mitternacht, der meist magische Stunde überhaupt. Also Gruppe 1, ich habe definitiv bei dir einfach dafür zu... Also bei dir ist vieles, also alles, was in deinem Leben... Entweder wird das Universum dir jetzt jemanden in deinem Leben reinbringen, das wie eine Magie für dich erscheinen tut. Und du wirst mit wahnsinnig viel Zeichen, was diese Menschen anbelangt, bombardiert werden, wenn nicht schon passiert ist. Wenn es schon passiert ist, dann möchte das Universum, dass du weißt, dass was auch immer jetzt gerade los ist bei dir, ja... Wenn ich nur alleine mal diese Karte hier anschaue, was du dir da ausgesucht hast, ja, da geht es doch um Sicherheiten, um Großzügigkeit, und wir hatten hier ja auch irgendwo Release
Blame and Resistance. Es geht um Entscheidungen hier, Decision to make. Es geht hier darum, eine Entscheidung zu treffen aus dem Herzen heraus und nicht aus dem Kopf heraus. Und Herausforderung, es hilft dir während der herausfordernden Zeiten und es fordert dich auf, dich in dein Auto zu setzen. Du bist bereit für diese Beziehung. Ich, Gruppe 1, habe das Gefühl, dass du sehr lange dein Herz verschlossen hattest. Egal, worum es geht. Ob du Crosswatcher bist für jemand anderen oder ob du selbst diese Gruppe ausgesucht hast, ob du für jemand anderen guckst, ist egal. Wer auch immer hier das Gruppe hat, ihr habt das Herz komplett zugemacht. Komplett. Entweder aufgrund von Verletzungen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und jetzt kommt das Universum und tut auf eine magische Art und Weise alles runterreißen, was an deinem Herz ist. Vielleicht kommt es dir auch, vielleicht hast du es nicht einmal gemerkt oder merkst nicht einmal, wie dieser Mensch in deinem Leben kommt und alles runterreißt. Und du wirst mit so vielen Zeichen konfrontiert werden, was diese Menschen anbelangt. Und es ist fast wie Magie. Ja, es ist fast wie Magie. Man kann es fast nicht übersehen, dass das Dinge passieren, die, für denen man keine Erklärung hat. Ja, die Mitternacht ist die magischste Zeit von allem. Das heißt, da passieren Dinge in dieser Verbindung, für denen man keine Erklärungen hat. Das kann mit dir passieren, das kann durch Zeichen passieren, es kann zum Beispiel, du denkst, telepathische Verbindung passieren, tantrische Verbindung passieren. Einfach alles, was für den menschlichen Kopf nicht verständlich ist. Ja. Es passiert aber, damit du in deine Kraft kommst, damit du deine Mauern runterlässt und damit du eine Partnerschaft eingehen kannst mit jemandem, wo wirklich auf reine Intimität basiert. Vielleicht ist es sogar eine magische Verbindung. Und wenn ich diese Kombination, Magical Hours, Pay Attention to the Signs, Uhrzeiten, die du immer wieder siehst, ja, Bestätigung, Zahlen, Musik, telepathische Verbindung, tantrische Verbindung, das hat alles für mich mit einer Seelenpartnerschaft oder Twin Flame Geschichte zu tun hier. Und wir haben immer eine Gruppe, die immer in diese Geschichte hineinschlittert oder einfach da in diese Geschichte drinnen ist und jetzt passieren Dinge, entweder wo für dich unerklärlich ist, wo für dich fast magisch sind, wo dein menschlicher, gesunder Verstand überfordert ist damit. Ja? Aber das Universum ist ihm hinter den Kulissen für dich alles am Orchestrieren, damit du deine Mauern runterlässt und in deine Kraft kommst, um diese Intimität auf der höchsten Ebene zu erfahren. Wow. Dann lass uns mal schauen, was das Universum hinter der Kulisse für dich vorbereitet hat. Ich bin gerade am Überlegen, welche Karten ich noch nehme. Ich glaube, ich werde mal mit den Tarotkarten arbeiten, worum es hier geht. Spirit, was hat das hier mit dieser Intimität und mit dieser Empowerment auf sich? Bei der Gruppe 1, was genau ist das Universum hinter den Kulissen für Gruppe 1 am Orchestrieren? Was mit Intimität, Empowerment, Zeichen und Magie zu tun hat. Ich bin mal gespannt, was das jetzt kommt. Was hat das Universum hinter den Kulissen für dich beobachtet? Das sind zwei Karten, die rausgeflogen sind. Wir haben einmal den König der Scheibe. Das ist Erdzeichen, Steinbock, Stier oder Steinbock, Stier, Alte. Jungfrau, genau. Könntest du sein, es könnte der andere sein, dein Gegenüber sein. Und wir haben hier Temperance, das ist für mich sowieso die Twin Flame Karte. Viele andere sagen 11-11, der vierte Stäbe ist die Twin Flame Karte. Für mich ist der Temperance die Twin Flame Karte, weil in der Original Tarot sieht man, wie sie Feuer und Wasser in der Hand hält, in den Kelch. Und das ist für mich die Twin Flames, Feuer und Wasser, ja. Es geht aber auch um eine Wiedervereinigung. Vielleicht geht es aber auch darum, dass dein Geduld hier auf eine harte Probe gestellt wird mit irgendeinem Menschen, wo Erdelement ist, ja. Das kannst du sein, es könnte aber das andere sein, muss aber nicht Erdelement sein. Es ist jemand, der sich mit allem etwas Zeit lässt, ja. Es ist jemand, der, man sieht ja, er sitzt da hier in seinem Stuhl, in seinem lila Stuhl, ne, und hält seine Münze in der Hand. Vielleicht ist er sehr finanziell orientiert, diese Person. Es muss nicht Frau, es muss ein Mann sein, es kann auch eine Frau sein. Das ist eine öffentliche Reading. Öffentliche Readings sind genderfrei. Es ist jemand, der sich mit, es ist jemand, wo solide ist. Ja, es ist jemand, wo traditionell ist, wo für dem Werte noch sehr viel Wert gibt, wo einfach ein Gentleman ist, wo vielleicht auch manchmal ein bisschen Kontrollthemen hat. Das passiert leider bei der König oder der Königin der Scheibe. Es ist auch jemand, der Single ist, weil
der einzigen König und die einzige Königinnen. Es kann aber auch verheiratet sein, aber ich sehe hier jetzt keine Verheiratete, weil man sagt, der König und Königin der Scheibe und König und die Königin der Schwerter sind die einzige zwei, wo können gut alleine leben und brauchen keinen Partner. Sie warten auf den richtigen Partner. Sie wollen den einen oder gar keinen. Ja, und das ist hier, habe ich das Gefühl, du hast mit so jemandem zu tun. Entweder ist das jemand aus deiner Vergangenheit, wo es darum geht, dass du etwas mit diesen Menschen zu heilen hast. Es ist dann durchaus möglich, dass es aber auch jemand ist, der deine Geduld auf die Probe stellt, weil Temperance steht oft für das Geduldthema, dass du aufgefordert wirst, dich hier in Geduld zu üben. Auf der anderen Seite aber, es ist jemand, wo vielleicht hier Heilung in deine Herzchakra bringen wird, weil der Temperance steht immer für Heilung. Es ist diese Person, die in deinem Leben kommt, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, egal ob das du jetzt selber bist, was auch immer für eine Begegnung du hier haben willst mit dieser Person. Das hat damit zu tun, dass dieser Mensch entweder in deinem Leben kommt, um dich zu heilen, ihr euch gegenseitig heilen tut, ja. Es ist auch eine Karte, wo eine sehr, sehr starke, liebevolle Zuneigung zueinander da ist, definitiv. Ja, aber es geht in der ersten Linie um Heilsein. Ihr werdet euch gegenseitig heilen. Und ich glaube, was auch immer hier ist, sollte das wirklich eine Twin Flame Verbindung oder Seelenpartnerschaft sein, dann ist dieser Mensch in deinem Leben oder du bist im Leben dieses Menschen, um Herzchakra zu heilen, damit ihr beide wieder zurück in eure Kraft kommt. Ihr habt beide, durch das, dass ihr eure Herzchakra verschlossen habt, Herzchakra übrigens, wenn es verschlossen ist, hat man auch finanzielle Probleme. Ja? Dass ihr beide vielleicht hart arbeiten müsst, um finanziell abgesichert zu sein. Dass man vergessen hat, was es bedeutet zu leben, weil man nur noch am Arbeiten ist. Ja? Und dass man sich ablenken tut von den Herzschmerzen, weil man Mauern um das Herz herumgezogen hat. Und es geht darum zu lernen, sich wirklich auf echte Intimität einzulassen. Weil genau diese echte Intimität ist es, der euch die Kraft geben wird. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass ihr hier euch gegenseitig dabei helfen werdet und diese Verbindung wird so magisch sein, dass ihr gar keine Chance habt, euch den zu entziehen. Ihr werdet mit Zeichen hier bombardiert. Ist egal, ob du oder dein Gegenüber es ist. Ihr werdet beide bombardiert da. Ihr habt gar keine Chance, das zu entkommen. Und es geht hier auch wirklich um Heilung. Dieser Mensch, die ihr seid euch begegnet, um euch gegenseitig zu heilen. Lass mich mal schauen. Spirit, kann ich bitte noch zwei Karten für diese Gruppe haben? Besonders, weil ich da nicht viel mehr Informationen hier habe. Worum geht es bei Gruppe 1, Spirit, genau? Mit dieser Intimität, mit dieser Kraftkarte, mit der Magie, mit der Heilung. Worum geht es genau hier? Worum geht es genau hier? Eine Karte ist noch rausgeflogen. Ja, wir haben hier der Eight of Swords. Ihr seid beide total in euren Kopf reingefahren. Ja, ihr seid beide Kopfmenschen. Ihr seid beide gefangen in eurem Kopf. Ihr seid total kopflastig. Ja, und ja, passt auch mit blockierter Herzchakra. Und ich habe so das Gefühl, dass nicht nur du, ne, ihr, das ist so eine intensive Verbindung, aber genau diese Intensität tut euch quasi in diese Beschränkungen, in diese Verbote, in diese Verzichte hineinkatapultieren. Und ich glaube, genau weil ihr darauf verzichtet, weil ihr euch das verbietet oder irgendeiner von euch dem anderen das verbietet, werdet ihr mit euren Schattenthemen konfrontiert, die ihr bis jetzt verdrängt habt, wenn es um Beziehungen geht. Ja, vor allem werdet ihr werdet versuchen, die Gefühle zu kontrollieren. Ja, und dadurch werdet ihr beide mit euren Schattenthemen konfrontiert, die eben diese Mauern um eure Herzen gebaut haben und ihr werdet gezwungen werden, diese Mauern runterzureißen. Ja? Warum? Weil ihr sonst auf der Durststrecke bleibt, weil ihr so eine starke Verbindung zueinander habt, dass ihr ohne einander nicht könnt und wenn ihr miteinander auch nicht könnt, weil ihr beide wegläuft, weil ihr beide sehr stark im Kopf oben seid, weil der Verstand über die Gefühle tyrannisiert und Widerstand leistet, dass ihr euch entweder gegenseitig verratet oder der eine den anderen verrät und dadurch geschieht genau dieser magische Augenblick, dass man quasi in diese Heilung hineinkatapultiert wird, sich mit all diesen Themen Liebe, Kraft, Macht, Intimität auseinandersetzen muss. Also entweder ist das schon passiert oder das Universum ist gerade dabei, es für dich zu orchestrieren.
Oder es ist jemand aus deiner Vergangenheit, mit dem du diese Erlebnis hattest, die jetzt wieder in deinem Leben auftaucht. Oder es ist ein Thema aus deiner Vergangenheit, der diese Herzchakra-Blockaden ausgelöst hat, die jetzt durch die Begegnung mit jemand anderem, die das Universum für dich orchestriert hat, auf eine magische Art und Weise stattfindet, die du dich gar nicht dem entziehen kannst. Ja, du wirst dich dem nicht entziehen können, egal was es ist. Es geht hier darum, um Öffnung deiner Herzchakra, damit du in deine Macht wiederkommst. Das ist das Wichtigste. Und wir haben am Boden der Karte der Drei der Schwerter. Ja, und der Drei der Schwerter spricht für mich, es geht hier um Schmerz, um Enttäuschung, um Kummer. Vielleicht wird diese Begegnung bei euch beiden sehr viel Schmerz, Kummer mit sich bringen, aber es ist notwendig, damit ihr die Mauern runterreißt, damit diese Enttäuschung, Schmerz, Kummer, die zu diesem Herzchakra-Blockade aus eurer Vergangenheit geholt hat, vielleicht auch aus eurer Kindheit, damit das geheilt wird, um neu anzufangen, um in diese Kraft zu kommen, um diese Mauern runterzureißen, ja. Und es kann sein, dass du mit diesem Menschen eben diese Enttäuschung erleben wirst oder erlebt hast, die diese Mauern entweder geschaffen hat oder dich zwingen wird, diese Mauern runterzureißen. Egal, in welche Richtung sich entwickelt, es ist definitiv eine ganz, ganz intensive Herzchakra-Heilung, die hier stattfindet. Und zwar habe ich nicht das Gefühl, dass es einseitig ist, sondern es ist zweiseitig. Eine Kundalini-Erwachen findet nie einseitig statt. Es findet immer beidseitig statt. Und ich habe das Gefühl, du bist oder wirst jetzt bald deine Seelenpartner begegnen. Und diese drei der Schwerter-Energie blockiert diese Intimität bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ja, diese Schmerz, diese Kummer, diese Angst davor, wieder verletzt zu werden, weil man das in der Vergangenheit erlebt hat. Und das muss weg, damit ihr in eure Kraft kommen könnt, damit ihr in diese Verschmelzung kommen könnt, die für euch notwendig ist. Wow. Okay, was ist das Universum hinter den Kulissen für die Gruppe 1 am Orchester hin? Also die Gruppe 1 hat definitiv hier mit dem Thema Liebe zu tun, Herzchakra zu tun. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass es auch damit Finanzen verbunden sind, weil für mich ist Herzchakra immer auch mit Finanzen verbunden. Ja, es geht um die Authentizität. Ja, es geht darum, dass du dein wahres, authentisches Ich lebst. I am true. Ich bin wahr. Ich bin die Wahrheit. Ne? Und Vertrauen. Du wirst hier aufgefordert, im Vertrauen zu bleiben. Das Universum wird dein Vertrauen vielleicht auch auf der Probe stellen. Ja? Und wir haben hier noch eine Karte, Space Clearing. Ja, es geht auch hier darum, ich glaube, diese Verbindung, was auch immer es ist, das in deinem Leben kommt, fordert von dir auch, im Vertrauen zu bleiben, dein authentisches Selbst zu leben und deine Räumlichkeiten zu reinigen. Ob es jetzt deine innere Müll ist, die du aufräumen musst, oder deine Umfeld ist, die du aufräumen musst, weil sie toxisch ist. Du oder dein Gegenüber, ihr werdet beide damit konfrontiert werden. Und du kannst Vertrauen haben, wenn, dass du dein authentisches Ich sein darfst und leben darfst. Was noch? Was ist gerade das Universum? Du wirst auch am Schluss dein wahres Ich leben können, ja, und wirst in deinem Vertrauen wieder zurückfinden und wirst innen wie auch außen aufräumen mit allem, was dir eigentlich in deinem Leben nicht mehr gut tut oder dir nicht mehr dient oder diese ganzen Blockaden in deine Herzchakra verursacht. Aber ich tendiere dazu zu sagen, dass es beidseitig geschehen wird. Ja, Prosperity and Freedom. Und das wird am Endeffekt zu Fülle und Freiheit führen. Ja, du befreist dich von all das, was dich blockiert, was eigentlich deine Macht blockiert. Und eine blockierte Herzchakra blockiert deine gesamte Macht. Wenn du nicht in Liebe bist, in Selbstliebe bist, wenn du nicht in bedingungslose Liebe bist, wenn du Intimitäten nicht zulassen kannst, sind deine ganzen Beziehungen, dein ganzes Leben nur auf Halbmast gestellt. Ja? Du führst einfach kein richtiges Leben. Es ist alles anstrengend. Es ist alles mit Kampf verbunden. Es ist alles mit Schmerz verbunden, mit Kummer verbunden, mit Leid verbunden. Und du ziehst so lange Menschen in deinem Leben an, bis du bereit bist, das runterzureißen. Und anscheinend hast du das nicht geschafft bis jetzt oder hast dich geweigert, dich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt das Universum und sagt, ich kreiere hinter den Kulissen für dich jetzt diese Heilung, damit du endlich in deine Kraft kommst, damit du endlich die Fülle und die Freiheit, die dir zusteht, erfahren darfst. Okay, dann beenden wir dieses Reading, indem wir schauen, was das Universum dir mitteilen möchte in Bezug auf deine Situation. Spirit, was möchte das Universum der Gruppe 1 in Bezug auf
diese Situation auf dem Weg mitgeben. Was möchte die Gruppe 1, Spirit der Gruppe 1 in Bezug auf seine oder ihre Situation auf dem Weg mitgeben? Ja, der Galactic Healer, move forward with an open mind. Ja, es ist der galaktische Heiler, geh vorwärts mit einer offenen Kopf, also mit offenem Geist, ja. Du bist ein Heiler und gerade die Twin Flames und Seelenpartner mit so einer intensiven Energie sind beide hier, um zu heilen. Wenn du zweifelst, ob diese Person, wenn du der Person schon begegnet bist und du fragst dich, ist das jetzt der Mensch, der das ausgelöst hat bei mir? Oder wenn du nicht weißt, wie du diese Menschen erkennen kannst, interessant ist 15:44 Uhr, und das ist 544, bedeutet, dass das Universum hinter den Kulissen gerade dabei ist, deinen Wunsch für dich zu erfüllen. Ja? Und wir gucken uns gerade, wir machen gerade das Reading hier. Erkennst du deinen Gegenüber? Weil dein Gegenüber, wenn es wirklich dein Twin Flame und dein Seelenpartner ist, hat er genau die gleichen Eigenschaften wie du. Ja? Das bedeutet, dass dein Gegenüber genauso hilfsbereit ist wie du und heilerische Fähigkeiten hat. Und bitte denkt immer daran, heiler zu sein bedeutet nicht, dass wir müssen immer mit Reiki arbeiten, mit Handauflegen arbeiten, sondern es sind Menschen, die anderen gerne helfen, die ein Helfersyndrom haben. Ja? Und diese Menschen tendieren leider Gottes dazu, weil ihre Herzchakra für sich selbst zu ist, sich zu verausgaben, sich kaputt zu machen, sich zu überfordern. Ja? Und tragen eine Last mit sich die ganze Zeit rum, dass sie sich selbst vergessen. Du wirst diese Menschen an das zu erkennen. Und weil ihr beide galaktische Heiler seid und ihr sollt mit offenem Geist nach vorne gehen, ist das Universum jetzt hergekommen, um diese Situation zu verursachen, damit das Herzchakra sich öffnet und damit ihr beide in eure Macht kommt. Also Gruppe 1, bei dir steht eigentlich deine Union bevor, aber es wird keine einfache Union sein. Es wird eine Union sein, womit Hoch und Abs zu tun hat. Wahrscheinlich entweder bist du schon mittendrin oder es wird jetzt als nächstes passieren. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal einen Kommentar hinterlässt, ob du das schon erlebst oder ob du schon fühlst, dass da was passiert. Weil meistens spürt man schon im Vorfeld. Ich habe das schon im Vorfeld immer gespürt, wenn irgendjemand in meinem Leben kommen sollte, der etwas in meinem Leben verändert. Und da habe ich es immer so im Gefühl gehabt, ich wusste, irgendwo tief in mir drin, irgendetwas wird bald passieren. Und dann ist es auch passiert. Was soll ich... Okay, wir haben hier Love and Light, Act with Care. Handle mit Fürsorge. Love and Light, Liebe und Licht, ja. Es geht hier bei dir wirklich um Herzchakra-Heilung. Du kannst nur Licht und Liebe sein, wenn dein Herz offen ist. Es kann auch möglich sein, dass dein Gegenüber das Herz zu hat, ja. Und du kommst, um diese Menschen zu erwecken, damit es in seine heile Energie kommt, vorwärts geht mit einem offenen Geist und Licht und Liebe annimmt und mit Liebe handelt. Wenn es bei dir das der Fall ist, dann gilt das für dich, damit du endlich in Liebe kommst und mit Liebe handelst, ohne Erwartungen. Ja, und Dark Night of the Soul. Ja, für herzlichen Glückwunsch. Ja, Life brings new meaning. Also definitiv in dieser Gruppe sind Twin Flames, oder wenn du es nennen möchtest, Seelenpartnerschaft. Ich nenne es gerne Seelenpartnerschaft. Und hier geht es wirklich darum, dass ihr hier, und der göttliche Zeitpunkt ist hier sehr kritisch. Wow, critical. Timing is critical. Also, Gruppe 1, du wirst auf jeden Fall jemanden in deinem Leben begegnen, bei dem die ganzen Energien so magisch sind, so intensiv sind, dass du dich dem nicht entreißen kannst. Wenn du jetzt ein Chaser oder Runner bist, wenn du wirklich in eine Twin Flame Geschichte verwickelt bist oder dein Gegenüber ein Chaser und Runner ist, es gibt kein Entkommen. Ja, weder du noch dein Gegenüber werden davon laufen können. Ich sage dir aber ganz ehrlich, wenn das wirklich eine Twin Flame Geschichte ist, dass ihr habt, die Twin Flame Geschichte, das sind zwei Heiler, die mit einem blockierten Herz, mit sehr viel Kummer und Schmerz in diesem Leben gekommen sind. Sie bringen sehr viel Bagage mit. Meistens ist es so, dass entweder sie aus zwei verschiedenen Ländern sind, wo man muss Entscheidungen treffen, die schwerwiegend sind. Das sind Menschen, die ganz große Altersunterschiede miteinander haben, die in Gesellschaft nicht willkommen ist, in der Familie nicht willkommen ist, und die müssen wirklich sich da durchkämpfen und an sich selbst glauben und vertrauen. Oder es sind religiöse Aspekte, die hier Rolle spielen, wie zum Beispiel Muslim und Christ, ja, wo die Familien dagegen sind. Das ist eine Geschichte, wo mit Twin Flames wahnsinnig stark zu tun hat, oder wenn du es nennen möchtest, Seelenpartner, ja. Und diese Verbindung, wenn man zusammenkommt, ist so magisch,
Man fühlt sich so magisch zu dem anderen hingezogen. Und das und diese Magie zwischen diese zwei, diese Leidenschaft zwischen diese zwei, tut der Kundalini erwachen, aktivieren. Und der Kundalini erwachen, der Kundalini ist diese energetische Schlange in der Wirbelsäule, die nach oben schießt und das so viel Passion und sexuelle Energie mit sich bringt, dass es dann zu fast eine tantrische Verbindung wird, die über die fünf Dimensionen die Seele sich verschmelzen und die Dreidimensionalen sich zwar dagegen wehren, aber sie können nicht dem entkommen, weil sie wissen eigentlich, sie sind wie eine magnetische Anziehungskraft zueinander. Selbst wenn sie es wollen, sie schaffen sich nicht voneinander zu lösen. Natürlich spielt freie Wille eine große Rolle. Ich weiß nicht, wie weit man kann das Ganze mit der freien Wille steuern, aber wenn die Seelen sich etwas entschieden haben, dann kannst du gegen den Wille der Seele nichts tun. Und ich habe das Gefühl, solltest du diesen Menschen schon begegnet sein, dann ist einer von euch beide weiter als der andere oder umgekehrt. Und das löst einfach hier eine Dark Night of the Soul bei einer von euch beide oder bei euch beide raus. Ja? Und das muss passieren, damit ihr in eure Kraft kommt und die Mauern runterreißt. Und der Dark Night of the Soul ist auch für mich im Tarot der Turmkarte. Der Turmkarte reißt die Verkrustungen und dein Herz raus. Da wird irgendetwas geschehen zwischen euch beide, die so schockierend und so dermaßen schnell und überraschend passiert, dass euch beide in der Dark Night of the Soul reinkatapultiert, wo dann diese Herzmauern runtergerissen werden, wo man sich seine Dunkelheit stellt, wo man sich seine Ängste stellt, gegen den man nichts machen kann. Und schaut euch diese zwei Gesichter an. Ne? Es sieht für mich auch so aus, wie das eine und der andere, wo da wirklich in diesen ganz starken Energie drinnen sind. Und göttlicher Timing bestimmt eure Begegnung, bestimmt eure Zusammenkommen, bestimmt eure Dark Night of the Soul und bestimmt eure Zukunft. Ja? Und göttlicher Timing, die kann man nicht bestimmen. Ja? Also Timing is critical. Ihr werdet die Zeit weder beschleunigen können noch sonst was. Also es wird auch sehr viel Geduld von euch fordern. Aber ich habe das Gefühl, dass danach ihr beide als ganz neue Menschen da rauskommen werdet. Wow. Ich habe am Boden der Karte Mindful Wisdom, create inner harmony. Kreiere eine innere Harmonie während dieses Prozesses. Also Gruppe 1 für dich. Definitiv, bitte schreib mir, ob du diesen Menschen schon begegnet bist oder ob du fühlst, dass jemand in deinem Leben kommt. Es kann auch jemand aus deiner Vergangenheit sein, das jetzt zurückkehrt, wo wegen dieser Person damals die Mauern gerissen wurden. Also es würde mich wirklich super interessieren, was bei dir los ist. Gruppe 1. Aber herzlich willkommen in der Welt der Twins. Ja. Und das ist eine ganz, ganz intensive Verbindung für das keine Erklärung gibt. Ja, es gibt keine Erklärung. Das ist so magisch. Das ist auch diese 12. Mitternachtsstunde, diese magische. Man kann dem nicht entgehen. Das ist so eine magnetische Anziehungskraft zwischen diese zwei Menschen. Die sind miteinander telepathisch verbunden. Sie können sich gegenseitig spüren, egal wie viel Trennung zwischen denen Menschen gibt. Sie können, ich sehe, guck mal auf die Uhr, wir haben 15:05 gehabt, wir haben 15:15 gehabt und jetzt habe ich 15:51. Und ich finde das einfach ganz, ganz spannend, weil ich weiß, dass eine von meinen Gruppen Twins sind. Ja? Und ich werde da in meinem Mitgliederbereich einen Workshop machen, noch bis Ende Monat, in Bezug auf die Dualseelen und Twins, warum ich der Meinung bin, dass das nicht die gleichen sind. Also ich bin meinem Dualseele begegnet, mit dem ich diese Spiegelarbeit schon gemacht habe. Für diejenigen, die ihre Duals begegnet sind, die wissen, wovon ich rede. Und ich weiß, dass mein Dual und mein Twin nicht die gleichen sind. Ja. Aber ich bin immer offen für neue Überraschungen und neue Anregungen. Viele sagen auch, dass die Duals die nicht erwachte Twins sind. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich lasse mich überraschen von dieser ganzen Geschichte. Was ich hier sehe, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich genau weiß, worum es hier geht. Ich würde mich freuen, wenn du mir da eine Nachricht hinterlässt, ob du weißt, wovon ich hier rede. Und ich habe das Gefühl, dass das Universum, was auch immer hinter der Kulisse für dich orchestriert gerade, hat damit zu tun, um dein Herz zu heilen und damit zu tun, damit du in deine Kraft kommst, damit du wieder zurück in deine Kraft findest, um vorbereitet zu sein für dein Union,
oder wie auch immer oder was auch immer da noch dazu kommt. Ja. Lasst euch überraschen. Ich bin echt gespannt, was mir da die Gruppe 1 erzählen wird über diese Geschichte. Gruppe 1, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich freue mich über deine Kommentare natürlich, dass du mir erzählen tust, ob du diese Begegnung schon hattest oder ob du weißt, wovon ich spreche. Und ich hoffe, dass du diese dunkle Nacht der Seele gut überstehst. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr anstrengende Energie ist, diese dunkle Nacht der Seele. Aber ich weiß auch, dass es essentiell und sehr wichtig ist für diese Gruppe besonders, damit sie in ihre Kraft kommen und damit sie eben die Schwingungen dieser Erde auf eine höhere Schwingung hinauf bewegen. Gruppe 1, danke für dein Sein, für deine Liebe, danke für deine Wertschätzung, egal in welcher Form es mich erreichen tut. Danke, dass du dieses Video teilst und dass du mir ein Like gibst, damit es einfach kursiert und so viele Menschen wie möglich erreicht. Deine Reading ist genau um 15.55 Uhr fertig. Also ich glaube, das spricht schon für sich, dass das große Transformation schon bereits im Gange ist. Und da ich weiß, dass Seelenpartner Twins spätestens in 2022 aufeinander knallen oder jetzt im Herbst zusammenkommen sollten, gehe ich mal davon aus, dass jeder Einzelne, der diese Gruppe ausgesucht hat, schon bereits in dieser Geschichte mit verhaftet ist und mir mit Sicherheit das auch mitteilen wird. Gruppe 1, fühle dich aus der Mitte meines Herzens ganz liebevoll umarmt, geliebt und gedrückt und danke für dein Sein, danke für deine Liebe. Viel Kraft und wisse, es dient einem höheren Zweck und du wirst dann danach eine wundervolle Energie wahrnehmen und spüren und ein ganz anderes Leben leben, voller Harmonie, voller Liebe und voller Glück. Lass dich auf diese Journey ein. Und je weniger du dich dagegen wehrst, desto leichter wird es. Je mehr du dich dagegen wehrst, desto schmerzhafter wird es. Das ist so tendenziell der Weg in der Richtung. Dann wünsche ich dir, Gruppe 1, einen wunderschönen Restsonntag. Namaste. Hallo liebe Gruppe 2, herzlich willkommen zu deiner Reading. Was das Universum hinter die Kulisse für dich vorbereitet hat, Gruppe 2. Ich hoffe, dass es bei dir hier nicht schon wieder um Twin Soul Geschichten geht. Ich weiß, dass diese Geschichte momentan die ganze Welt schüttelt und rüttelt und ich hätte nie geglaubt gehabt, dass das so intensiv wird, aber es ist intensiv, ja, und es ist eine Achterbahn. Diejenigen, die wissen, wovon ich rede, die kennen diese Achterbahn schon zu gut. Wir wurden schon früh genug darauf vorbereitet. Aber es wäre einfach mal schön, wenn diese Gruppe jetzt um etwas anderes gehen würde. Du hast dich für diese wunderschöne äthiopischen Opal entschieden. Da geht es um Wiedergeburt, um ein Portal und um deine Bedürfnisse, um deine Wünsche. Und die Karte selbst, also die Botschaft der Opal an dich, also diese äthiopische Opal an dich, ist Reflecting the beautiful parts of your soul. Es tut die wunderschönen Teile deiner Seele reflektieren. Die äthiopische Opal ist ein Kristall, womit verschiedene Farben und revitalisierende Energien befüllt ist. Es ist voll vor Freude. Äthiopischer Opal ist ein hochvibrierender Stein, able to soothe the soul and bring harmony to the mind. Es entspannt die Seele und bringt Harmonie in den Gedanken, in den Körper und in den Geist. Äthiopischer Opal kann ungeheilte Karma verbrennen, die aus der Vergangenheit gestammt ist, Merkur ist rückläufig, sorry, der bewegt sich jetzt im Schatten, da wird er richtig anstrengend. Und clear the path for a rebirth, und es klärt den Weg für eine Wiedergeburt, wie eine Phönix, der aus der Asche aufersteht. Containing a soul holograph, oh, meine Güte, meine Hirnzellen. Containing a soul holograph, es beinhaltet einen seelischen Holographen. Die äthiopische Opal gibt dir Zugang zu verschiedenen Zeitlinien in deinem Leben, von der Vergangenheit, von Gegenwart und von Zukunft. Und gibt all die Teile von dir selbst die Liebe, dass du dir wünschst. Und die Sternzeichen, die davon profitieren, sind der Jungfrau und der Schütze und der Planet, wo dem zugeordnet ist, ist der Merkur.
Falls du hier um eine karmische Erlösung geht, falls du gerade durch die dunkle Nacht der Seele gehst, es könnte vielleicht sein, dass das die Gruppe 2 im Anschluss von Gruppe 1 ist, für die, die bereits ihren Twin begegnet sind oder ihren Seelenpartner und jetzt in die Trennung gegangen sind und in der dunkle Nacht der Seele sind, dann geht es von 1 in die 2. Sollte das der Fall sein, Gruppe 2, dann schau dir bitte die Gruppe 1 an. Ja. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann es möglich sein, dass du jetzt gerade durch eine karmische, durch eine Phoenix Rising Energie gehst. Das ist auch diese Erwachensenergie, ja, dunkle Nacht der Seele. Und es geht hier darum, dass du einfach in verschiedene Zeitlinien dich bewegst, in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und dass es darum geht, dich selbst zu lernen, zu lieben. Und deswegen haben wir auch den Schlüssel dazu bekommen, wo interessanterweise dazu gekommen ist, wo es dann darum geht, wem möchte ich die Schlüssel geben oder was ist der Schlüssel zu meinem persönlichen Glück? Was ist es, was mich glücklich macht? Das für die Gruppe 2. Jetzt schauen wir uns natürlich an, was ist das Thema bei dir, Gruppe 2? Was hat das Universum, was kreiert das Universum hinter den Kulissen für dich? Spirit, bitte zeig mir, was das Universum hinter den Kulissen für die Gruppe 2 am Orchestrieren ist. Was ist das Universum hinter der Kulisse für Gruppe 2 am Manifestieren? Okay, zwei Karten sind rausgeflogen. Wir haben da einmal das vierte Haus und es geht um deine Wurzeln, es geht um Familie, um Zuhause, um Hintergrund, um Komfort, innere Welt, Real Estate, was hat wirklich einen Wert in deinem Leben? Es geht um Rückzug, um Selbst, also um Selbst, sich um sich selbst kümmern, um Verjüngung, um Mustern, die man hat, und um Rückzug. Shell ist ja auch, wenn man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht. Und wir haben den Nordnode. Wow, Nordnode ist dein Schicksal. Puh, Gruppe 2. Wow, sind alle so intensiv. Also du wirst hinter den Kulissen darauf vorbereitet, deine Seelenschule auf deinen Seelenpfad geführt zu werden. Es geht um Fülle, es geht um deine, warum du hergekommen bist, es geht um Reife, es geht um Erfahrungen, denn Nordnoden ist immer dein Schicksal, wo da während des Südknoten um die Karma geht, geht der Nordknoten um deinen Seelenplan. Ja. Es geht hier darum, dass du hier in dein spirituelles Erwachen hineinkommst. Du wirst zu dem, für dem du bestimmt bist, hier hinzukommen. Und das kann mit vielleicht Themen zu tun haben, wo mit dem vierten Haus zu tun hat. Schau mal, ob der Saturn bei dir in dem vierten Haus ist, ja, wo es dann vielleicht um Familie, um Zuhause geht, um vielleicht Heilung deiner familiären Themen geht, um deine Ahnenlinien geht, weil der Roots ist ja auch der Wurzel. Ja, es geht um die Heilung deiner Wurzeln. Es geht, ich habe das Gefühl, dass in dieser zweiten Gruppe Lichtarbeiter sind, die hier hingekommen sind, um die Ahnenlinie zu heilen. Ja, und es geht hier wirklich zu erkennen, was ist der wahre Wert meines Lebens, wo muss ich mich um mich selbst kümmern. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht eventuell hier in dieser Gruppe einige sind, wo sehr müde sind, wo sehr viel Ruhe brauchen, und das ist auch in Ordnung, weil es hier darum geht, damit du in die Verjüngungsenergie reinkommst. Es geht um Mustern, und es geht auch, falls du jemand bist, der sich gerne in seinem Loch zurückzieht, dass du aus dem Loch rauskommst und dich in außen zeigst. Ja? Das ist zumindest das Hauptthema, was das Universum hinter den Kulissen für dich am Orchestrieren ist. So, Gruppe 2, dann lass uns mal schauen, worum es bei dir hier geht. Spirit, was ist das Universum hinter der Kulisse, wenn es um das Schicksal und um die Wurzeln meine Zuschauer, Zuschauerin der Gruppe 2 geht, was ist da im Hintergrund am Manifestieren? Wow, es geht hier um Familie und Tradition. Wow, es ist wirklich Ahnenheilung pur, ja. Und es geht hier um sich unter seinen Wert zu verkaufen und um Vertrauen, ja, hab Vertrauen. Ja, Familien und Tribe. Das ist immer eine, so eine Geschichte für sich, Familie- und Tribe-Geschichte. Ist immer so diese Geschichte, wir nehmen immer von unserer Ahnenlinie nehmen wir gerne immer wieder so Glaubensmustern auf, was in dieser Welt eigentlich von Bedeutung und von Richtigkeit ist. Wir gehen eigentlich als Kinder aus dem Haus raus mit der Einstellung unserer Eltern und leben erstmal nur die Einstellung unserer Eltern im Außen, bis wir dann irgendwann feststellen, Moment mal, ich bin aber nicht meine Eltern und ich habe nicht die gleiche Einstellung. Und was ich hier
bei dir wahrnehme, ist, dass du hier wirklich aufgefordert wirst, mit der Meinung anderer Menschen vorsichtig zu sein. Ja, werde dir bewusst darüber, wie deine Glaube, wie deine Familienglaubenssätze und deine Freunde, dein Umfeld, ja, dich beeinflussen. Ja, was hast du über Beziehungen gelernt, über Geld, über Chancen, wenn du, als du jung warst? Was hat deine Familie dir vorgelebt, als du jünger warst? Haben da Familie in Armut gelebt und haben gesagt, du musst hart arbeiten, damit du jemand aus dir wird, damit du viel Geld hast? Das sind alles falsche Glaubensmuster. Wenn man mit dieser Glaubensmuster aufwächst, dann ist logisch, dass man das ganze Leben lang hart arbeitet, um viel Geld zu verdienen. Man kann aber die Meinung irgendwann bekommen, ich kann auch mit Leichtigkeit viel Geld verdienen, indem ich etwas tue, was ich liebe. Ja, und mit Liebe mache und alles, was ich mit Liebe und Leidenschaft tue, ob es mein Hobby ist, das ich zu Beruf mache, kann nur erfolgreich werden. Frage dich selbst, ob du noch diese ausstehende Glaubensmuster mit dir herumträgst und ob du versuchst, ob du Liebe suchst und Bestätigung deiner Familie, indem du das tust, was sie von dir verlangen, dass du tust, statt das zu tun, was du wirklich möchtest. Deswegen hast du ja das vierte Haus, ja, und dein Schicksal. Dein Schicksal fordert von dir auf, vielleicht dich gegen deine Familie zu erheben, gegen die Glaubensmuster, die dir eingeredet wurden, zu erheben, vielleicht über die kulturelle und soziale Meinung dich zu erheben. Es geht aber auch darum, dass du hier dir die Frage stellen sollst, ob du dein Leben so lebst, wie du es gerne hättest, oder lebst du so, dass andere es von dir verlangen, dass du es lebst. Es geht darum, dass du deine Loyalitäten überprüfst, deine Familienglaubenssätze überprüfst, ja, und vor allem die Rituale, die Macht über dich haben. Lass alles los, das dir nicht mehr dient. Es geht aber auch darum, dass du deine Ängste dir anschaust, indem du erkennen tust, dass du nicht so bist, wie man von dir verlangt, dass du bist. Und umarme deine Einzigartigkeit, selbst wenn andere es nicht verstehen und mit deinen Handlungen und Entscheidungen nicht einverstanden sind. Gruppe 2, dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich bin einfach in meinen Readings immer sehr gerne ehrlich und authentisch und offen über meine Lebenswege, die ich gegangen bin. Die alten Abonnenten kennen das, die neuen werden es kennenlernen. Ich bin ein Mensch, ich halte mit nichts hinter die Türe, weil je mehr man hinter die Türe hält, desto angreiflicher wird man. Ja, und ich habe nichts zu verstecken. Ich bin keine Heilige gewesen, bin auch heute noch keine Heilige, aber ich habe immer aus meinen Fehlern gelernt und versucht, das Beste zu tun. Und das tue ich auch heute noch. Heute noch, wenn ich auf der Fresse fliege, stehe ich auf und sage, okay, bist selber schuld, steh auf und geh weiter. Wenn ich Fehler mache, nehme ich diese Fehler an, weil ich ein Mensch bin. Aber was ich hier bei dir wahrnehme, meine Geschichte ist, als ich mit 40 meine dunkle Nacht der Seele hatte, aufgrund von immer wieder gleiche Muster Männer, die ich in meinem Leben angezogen habe, die immer das Thema Vater und immer das Thema Ablehnung und immer das Thema Verrat, Betrug und nicht gut sein und mich immer abzuschieben und auszutauschen gegen etwas Besseres. Ja, das war bei meinem Ex-Mann so, das war bei meinem Ex-Freund so, damit konfrontiert wurde. Warum? Weil meine Eltern das Gleiche gemacht haben. Sie haben mich immer abgeschoben. Ja, meine Schwestern kamen, dann war ich nicht gut genug. Warum warst du nicht gut, so gut wie deine Schwester? Warum bist du nicht so gut wie dein Stiefbruder? Ich wurde immer abgeschoben. Ob es jetzt von meinem Vater und von meiner Mutter war, dass sie mich immer wieder abgeschoben haben, wenn ich ihnen zu anstrengend wurde oder wenn ich einfach zu viel Fragen gestellt habe. Ich wurde von Land zu Land geschoben und wenn es dann hart auf hart kam, waren kein einziger von meinen Eltern für mich da. Und ich musste auf einer harten Tour lernen, in meinen sehr, sehr vielen jungen Jahren, mich durchs Leben zu boxen. Egal in welcher Art und Weise. Es hat natürlich viele Narben bei mir verursacht und viele Masken, wo ich mich aufgesetzt habe. Und ich habe diese Glaubensmuster gehabt. Ich muss so und so sein, damit meine Eltern mich lieben, damit mein Vater stolz auf mich ist, damit es dies und jenes ist. Aber dadurch bin ich zweideutig rübergekommen. Ich bin listig rübergekommen, ich bin falsch rübergekommen. Bis dann irgendwann einmal ich mit meiner eigenen Medizin konfrontiert wurde und immer mehr verloren habe, Dinge, Sachen,
Ereignisse in meinem Leben passiert sind, die für mich wertvoll waren, aber weil ich so Angst davor hatte, mein wahres Ich zu zeigen, um abgelehnt zu werden oder abgeschoben zu werden, es nicht getan habe. Und wenn es rausgekommen ist, dann habe ich diese Menschen erst recht verloren. Bis dann irgendwann mal bei mir diese dunkle Nacht der Seele passiert ist mit 40 und dann ich wirklich nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll und ich einen ganz unkonventionellen Weg eingeschlagen habe, obwohl ich nicht an Gott geglaubt habe, obwohl ich mit Kirche auf Kriegspfad war, dass ich mich wirklich der Spiritualität zugewendet habe. Und das war für mich der letzte Weg, für mein Kind gesund zu werden, damit ich mein Ahnenthemen heilen kann, damit mein Kind nicht meine Mustern übernimmt und ein unglückliches Leben führt. Mein Kind war meine einzige Anker in diesem Leben, wofür ich überhaupt noch gelebt hatte. Ich wollte für ihn eine gute Mutter sein und ich danke Gott dafür, dass er mir dieses Kind geschenkt hat, wo mir die Kraft gegeben hat, das beste Version von mir selbst zu werden, die ich absolut nicht war. Ich war einfach nur eine Maske von mir selbst. Und wo ich mich damals für diese spirituelle Weg entschieden habe, habe ich von allen Seiten nur Querschläge bekommen. Ich habe mich für eine Partnerschaft entschieden mit einem Mann, wo 14, 15 Jahre jünger war als ich. Und habe Querschläge bekommen. Egal, ob es von seitens seiner Eltern gewesen sind, wo einfach mit meinem Altersunterschied nicht klar kamen, oder seitens meiner Umfeld gewesen sind, wo mir immer gesagt haben, dass das sowieso nicht gut gehen wird und der Mensch dich wehtun wird und er wird dich verletzen und allem. Natürlich, wenn man es lang genug glaubt, dann passiert das auch, weil wir ihr Schöpfer sind. Wir erschaffen unsere Realität durch die Glaubensmuster, die uns angesetzt wurden. Und darüber müssen wir uns erstmal klar werden. Ja. Und wenn wir dann einfach nur Masken tragen und einfach nur die Sachen tun und uns an Regeln halten und an Gesetze halten, die nicht unserer Wahrheit entspricht, dann werden wir immer mehr zu Marionetten von einer Gesellschaft, in der wir eigentlich überhaupt nicht leben möchten. Und als ich diesen spirituellen Weg eingeschlagen habe, war der einsamste Weg meines Lebens. Ich habe viele Freunde verloren, ich habe meine Familie, wo mich ausgelacht hat im Hintergrund, wo mit dem Finger auf mich gezeigt hat, wo gesagt hat, du bist in eine Sekte gelangen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und keine Ahnung was. Und ich bin meinen Weg trotzdem gegangen. Ich habe mich nicht mehr davon abbringen lassen. Ich habe einfach gesagt, ich lerne einfach meine Individualität zu leben. Ja, ich bin anders. Ich war immer schon anders. Und ich muss das irgendwann akzeptieren, dass ich meinem Vater und meiner Mutter nie passen werde, egal in welche Form ich mich reinquetschen lasse. Ob ich jetzt für meinen Vater der Junge hätte sein sollen, die er sich gewünscht hat, wo ich dann 15 Jahre alt war, hat er zu mir gesagt, warum bist du nicht so weiblich wie deine Schwester? Und ich bin mit offenem Mund da gestanden, habe gesagt, seit ich auf der Welt bin, hast du gesagt, du wolltest kein Mädchen haben. Ich habe versucht, einfach für dich der Junge zu sein, den du haben wolltest. Und jetzt heißt es, warum bist du nicht so weiblich wie deine Schwester? Das heißt, egal was du tust, du bist mit einem Elternteil, der mit dir nicht zufrieden ist, mit sich selbst nicht zufrieden ist, wirst du niemals die zufriedenstellen. Die werden immer etwas finden, wo sie um dich herum meckern. Die werden immer irgendetwas finden, mit dem sie nicht zufrieden sind und dir das Gefühl zu geben, dass du nicht gut genug bist. Der einzige Weg für dich aus diesem ganzen Drama raus ist, dein eigener Weg zu finden. Und scheiß drauf, was du verlierst. Glaub mir, sie wird ersetzt werden durch etwas viel Besseres. Heute bin ich umgeben von Menschen, die einfach meine Einzigartigkeit lieben. Die mich so nehmen, wie ich bin, mit all meinen Mucksen und all meinen Fehlern, die ich habe. Und ich muss mich nicht mehr dafür schämen, für mich selbst gerade zu stehen. Und ich gehe nach außen und lebe meine Spiritualität authentisch und ehrlich. Die Menschen, die zu mir nach Hause kommen, erschrecken erstmal, wenn sie all diese spirituellen Sachen bei mir sehen, die Karten und allem. Ja, stört mich nicht. Wenn es ihnen stört, dann ist die Türe offen, bitte geht. Brauche solche Menschen in meinem Leben nicht. Und das nennt man Authentizität. Es ist mir egal, was meine Eltern von mir denken. Es ist mir egal, was meine Familie von mir denkt. Ich bin nicht auf diese Welt gekommen, um für andere Leute perfekt zu sein. Ich bin auf diese Welt gekommen, um glücklich zu sein, für mich selbst perfekt zu sein. Und das reicht. Und das ist das, was in deinen Karten ist. Ja, überprüfe mal deine Glaubensmuster, ob du das Leben lebst, das du leben möchtest, oder ob du immer darauf Wert legst, was andere Leute von dir denken. Was wäre, wenn du das und das machen würdest? Oder was? Und du verzichtest auf dein Glück, auf etwas, was für dich wichtig ist, um nur Jahre später herauszufinden, dass du dich selbst unglücklich gemacht hast. Und dann verbitterst du. Du bist dann in deinem ganzen Wesen nur wütend. Warum? Und dann gibst du deinen Eltern die Schuld. Und deine Eltern sagen einfach, warum hast du das nicht gemacht, was du wolltest? Warum gibst du mir die Schuld? Und das
das ist das, was ich hier wahrnehme bei dir, Gruppe 2, dass es für dich wahnsinnig wichtig ist, dich von dieser Dogmen, von dieser Einstellungen, von deinem Umfeld, von deiner Community, von deinen Freundschaften, die der Meinung sind, wie du sein solltest, befreist und keine Angst davor hast, dich authentisch und ehrlich zu zeigen. Und ich habe das Gefühl mit dem Kater Selling Out, dass du dich unter deinen Wert verkaufst. Ja? Du bist nicht ehrlich. Schau dir diese Frau an. Sie hat hier Blut in ihrem Gesicht verschmiert und das ist der Archetypus Prostituierte. Ja, es ist eine brutale Karte, aber es sagt, du verkaufst dich unter deinem Wert. Du bist jemand, der du nicht sein solltest. Und das Universum kommt her und sagt, hey, dein Seelenplan ist nicht das. Dein Seelenplan ist ganz ein anderer. Dein Seelenplan ist, etwas ganz Tolles zu sein. Deine Einzigartigkeit zu leben, dich so zu nehmen, wie du bist, mit all deinen Macken, die deine Eltern vielleicht an dir nicht mögen, deine Freunde an dich nicht mögen und keine Ahnung was. All das, was du als Kind vielleicht zu hören bekommen hast, dass es scheiße ist, wie du bist. All das macht dich einzigartig. Und für manche Menschen, die das sehen, bist du der schönste Mensch auf der ganzen Welt. Ich finde nichts Schöneres als ein Mensch, wo sich so zeigt, wie er ist. Und manchmal, durch meine Gabe der Empathie, sehe ich hinter der Kulisse von diesen Menschen, wo diese ganzen Masken tragen, ich sehe in denen ihre Augen und ich sehe in diesen Augen so viel Liebe, so viel Geborgenheit, so viel Trauer und Schmerz. Und habe so die Bedürfnisse, danach diese Menschen in meine Arme zu nehmen und einfach zu sagen, leb doch einfach deine Liebenswürdigkeit, deine Einzigartigkeit und lass dich nicht von der Welt formen. Und darum geht es, sich zu befreien. Und gerade mit der Karte Selling Out wirst du hier aufgefordert, wirklich mal zu überprüfen, wo tust du deine Integrität, deine innere Kraft wird hier auf der härteste geprüft. Du hast die Chance, entweder aus Liebe oder aus Angst zu handeln. Und du bist momentan entweder in irgendeiner Situation in deinem Leben, wo du eine Entscheidung treffen solltest, wo gegen das Prinzip von allen anderen geht, gegen das System geht, gegen die Struktur geht, gegen deine Eltern ihre Vorstellung von dir geht, gegen deine Freunde ihre Vorstellung geht und du lässt dich entweder von deiner Angst führen und verzichtest vielleicht auf diese Entscheidungen oder du lässt dich von der Liebe führen und entscheidest dich dafür und vertraust, wie das Universum dir sagt, dass alles genauso läuft, wie es für dich richtig und gut ist. Wenn in deinem Leben du dich unter deinen Wert verkaufst, nicht in Integrität handelst, wo ist das, wo du dich unter deinen Wert verkaufst? Wo du nicht authentisch und ehrlich du selber bist. Wo du nicht das tust, was du wirklich tun möchtest. Wo du das Gefühl hast, dass du für andere Leute einen hohen Preis bezahlen musst, nur damit du deine Werte von außen bestimmen lassen kannst. Deine Werte kannst du nicht von außen bestimmen lassen. Deine Werte, das bist du. Das macht dich aus. Entscheide dich für die Menschen, die dich genauso nehmen, wie du bist und nicht für die Menschen, die dich so haben wollen, wie sie es gerne hätten. Bist du in einem Job, den du hast? Lebst du in einem toxischen Umfeld, wo dich krank macht? Oder rennst du nach finanziellen Sicherheiten, damit du dich wertvoll fühlst? Wenn diese Selling-Out-Karte auftaucht und fragt dich, dass du den Mut aufbringen musst, für dich selbst und für deine Werte gerade zu stehen und den ersten Schritt in der Richtung zu tun, was du liebst. Egal, ob es ein Beruf ist, egal, ob es ein Partner ist, egal, ob es Freunde sind, egal, ob es etwas Verrücktes ist, was du gerne machen möchtest. Nur weil alle anderen sagen, dass es nicht so ist und nicht so richtig ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht richtig ist. Und da wirst du hier wirklich aufgefordert, das Universum hilft dir, weil dadurch heilst du ja auch deine ganze Ahnenlinie. Erkenne, dass du dich befreien kannst und frei leben kannst in dem Moment, wenn du endlich du selbst bist. Und hab Vertrauen, dass du das sein kannst. Hab Vertrauen, dass egal was für eine Entscheidung du treffen tust, die Menschen, die dich wirklich lieben, zu dir zurückkehren werden
Das haben auch meine Familie getan, zum Teil die anderen, und sie sind heute unheimlich stolz, was aus mir geworden ist, weil sie gesehen haben, wie es mein Leben verändert hat und das mir ein besserer Mensch gemacht hat, diesen Weg, den ich eingeschlagen habe. Und die, die vor verschwunden sind, sind durch 100-mal besseren ersetzt worden. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so gesegnet gewesen, nur um ehrlich und authentisch ich selbst zu sein. Menschen, die aus meinem Leben gegangen sind und nicht wieder zurückgekehrt sind, vermisse ich nicht einmal, weil sie nicht echt und authentisch waren. Weil sie überhaupt nicht zu meinem Leben passen würden. Aber die Menschen, die gekommen sind, die sind 100.000-mal mehr wert als all das, was ich mein ganzes Leben hatte. Ich würde für diese Menschen sterben. Denn sie machen mich zu dem, wer ich bin. Und ich kann bei denen ich sein, ohne verurteilt zu werden. Ich kann zu ihnen ehrlich und offen hingehen und einfach sagen, du weißt du was, mir ist das und das passiert. Findest du das krank, wenn ich mich darauf einlasse? Und sie schauen mich an und sagen, macht dich das glücklich? Und ich so, ja, warum verzichtest du darauf? Das sind Freunde. Genau das gleiche auch meine Eltern. Wenn ich ihnen sage, du das und das und das und ich weiß, dass es eigentlich gegen eure Prinzipien geht, was meint ihr? Und da gucken sie mich an und sagen, Jesse, du bist immer deinen Weg gegangen. Warum fragst du uns? Wir wollen doch nur, dass du glücklich bist. Und wenn du glücklich bist, dann sind wir für dich glücklich. Mach das, was für dich glücklich, was dich glücklich macht. Und wenn es ein Fehler war, dann fliegst du auf der Schnauze, stehst wieder auf und gehst weiter. Du bist eine starke Frau. Wir wissen, dass du alles in deinem Leben schaffen kannst. Das sind Eltern, die dich lieben. Eltern, die nicht über dich urteilen. Natürlich erzählen sie, worüber sie sich Sorgen machen. Aber Eltern, die dich wirklich lieben, würden dich nie von deinem Glück abhalten. Ja? Menschen, Freunde, die dich wirklich lieben, würden nicht über dich urteilen, dass da die Entscheidung, dass dich glücklich macht, der falsche ist. Und da musst du wirklich überprüfen, wo verkaufst du dich unter deinem Wert und bleibst bei Menschen aus Angst davor, alleine zu sein oder aus Angst davor, verurteilt zu werden. Hab Vertrauen, dass du zu denen geführt wirst, die eigentlich für dich bestimmt sind. Für dich ist eine Community bestimmt, eine Ahnenfamilie, die für dich ganz eine andere Lebensqualität bringen wird, bei denen du einfach so sein kannst, wie du willst. Wo deine Stärken und deine Schwächen lieben und es annehmen und für dich da sind und hinter dir stehen. Und nicht, sobald deine Maske brösmelt, und übrigens jede Maske brösmelt, früher oder später, davon kann ich dir ein Liedchen erzählen, ich habe Haufen davon gehabt, und dein wahres Ich zu Vorschein kommt, dann stehst du immer alleine da. Und deswegen fühle ich hier für dich, Gruppe 2, dass es wirklich die Zeit gekommen ist, dein authentisches Ich zu leben. Deinen Weg zu gehen, egal um was für einen Preis, ja? Dann lass uns mal schauen, was das Universum hinter der Kulisse für dich am Kreieren ist, was diese Situation anbelangt. Wir gucken noch mit der Tarotkarte, worum es hier bei dir geht. Spirit, worum geht es hier bei Gruppe 1? Warum verkauft sich Gruppe 2? Warum verkauft sich die Gruppe 2 unter seinen Wert? Warum verkauft sich die Gruppe 2 unter seinen oder ihren Wert? Oder was hat es da auf sich mit diesen Familienthemen? Bitte, gib mir eine Karte. Ja, wir haben hier The Justice. Ja, da geht es vielleicht einfach um Entscheidungen, die du treffen solltest. Ja, vielleicht hast du auch mit Autoritätspersonen im Außen zu tun. Vielleicht geht es um eine Scheidung, vielleicht geht es um eine Trennung, vielleicht geht es um eine gerichtliche Angelegenheit im Außen. Ja, und wir haben die zweite Scheibe. Die zweite Scheibe sagt, du jonglierst bei einer Entscheidung. Du versuchst logisch eine Entscheidung zu treffen. Was ist zum Wohle von meiner Gemeinschaft, von meinen Leuten? Und jonglierst zwischen deinem Kopf und deinem Herz hin und her. Und die Justizia-Karte ist immer eine Karte, die dich auffordert, nicht emotionale Entscheidungen zu treffen, sondern Entscheidungen zu treffen aus deiner Mitte heraus. Ja, der Wagen, also die Waage, die ist immer in der Mitte, und wenn sie in der Mitte auf Gleichgewicht ist, das heißt zwischen Kopf und Herz, ja, du hast hier zweimal die Waage, ja, zwischen Kopf und Herz. Und hier siehst du einfach, es geht hier entweder um Freiheit oder es geht um Sklaverei. Du hast hier einmal den Mann mit dem Geld und einmal hier hast du die Freiheitsstatue. Hier geht es einfach darum, entweder geht es hier um deine Freiheit oder du verkaufst dich, ja. Und was ist deine Freiheit? Und erkenne da, wo jonglierst du zwischen deinem Kopf und deinem Herz hin und her? Was ist das für eine Entscheidung, die du treffen sollst, die du nicht treffen tust, aus Angst davor, dafür verurteilt zu werden, und verzichtest aber auf dein Glück dafür? Und es geht hier auch darum, fair zu sein. Und sei vorsichtig, weil wir haben den Saturn rückläufig, und das ist auch immer, du erntest das, was du sähst. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, erntest du das, was du sähst. Und versuche hier, in die Selbstverantwortlichkeit zu kommen und nicht
dich von der Meinung anderer Menschen beeinflussen zu lassen. Hier geht es um die Erfahrung der Selbstverantwortlichkeit. Und es geht hier wirklich auch darum, keine Unrecht anderer Menschen anzutun, nur damit du Recht behalten kannst. Tu nicht Vorurteilen und sei nicht wankelmutig. Gerade mit dem zweiten Scheibe geht es um Wankelmut. Wo man dann einfach aufgrund dessen, dass man falsche Entscheidungen trifft, aufgrund dessen, dass man vielleicht gar keine Entscheidungen trifft, wo man nicht flexibel ist, wo man unentschlossen ist, tut man andere Menschen verletzen und sich verantwortungslos anderer Menschen verhalten, wirkt wankelmutig und versucht die Dinge sich leicht zu machen. Und Spirit will versucht dir zu sagen, was wir versuchen für dich zu erschaffen, ist einfach, dass du deinen Weg gehst, der Weg des Herzens gehst und nicht der Weg, wo du dich verkaufst, unter deinem Wert. Ja? Lass uns mal schauen, worum es noch da geht. Worum geht es hier? Vielleicht geht es hier um eine Scheidung. Dass du einfach sagst, ich möchte jetzt gerne frei sein, aber wegen Kinder und wegen Geld bleibe ich bei dieser Person. Wenn es zum Beispiel um ein Gerichtsverfahren geht, dann entscheide dich für deine Freiheit, für deine Authentizität, statt für Versklavung. Ja? Es ist immer eine Entscheidung, die du von innen treffen sollst. Und triff immer eine Entscheidung aus dem Herzen und niemals aus der Ungleichgewicht und sei nicht wankelmütig, heute so, morgen so, weil dann kommst du erst richtig falsch rüber. Worum geht es hier bei Gruppe 2? Wo verkauft Gruppe 2 sich unter seinen Wert? Wo verkauft Gruppe 2 sich unter seinen Wert? Worum geht es bei dieser Situation bei der Gruppe 2? Und hier haben wir der Eremit. Ja, der Eremit fordert dich auf, geh nach innen. Es ist Zeit, für dich nach innen zu gehen. Es geht bei dir um eine Entscheidung, die du hier treffen solltest. Die Gerechtigkeitskarte steht für Entscheidungen treffen, ja? Und der Eremit kommt zu dir und sagt, wenn du nicht entscheiden kannst zwischen deinem Kopf und deinem Herz, fordere ich dich jetzt auf, dich zurückzuziehen von allem, ja? Dass du dir eine Zeit lang zurückziehst, in dir gehst, abschaltest, in die Stille gehst, um dich selbst zu finden. Wer bist du? Was ist es, was dich glücklich macht? Und nicht, was der Meinung anderer Menschen ist. Viele Menschen denken einfach, je mehr Geld ich verdiene, desto sicherer fühle ich mich. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht der Fall. Ich habe mich die letzten 12 Jahre totgeschuftet, um mehr Sicherheit und mehr Geld zu haben, weil ich gedacht habe, dass ich damit das Loch in meinem Herzen heilen kann. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Es hat mich im Gegenteil einsam gemacht. Ja? Weil du kannst nicht mit alles, was du hast. Ich habe mir ein Haus geholt, ich habe mir ein tolles Auto geholt, ich habe mir all die Sicherheiten geholt, die ich vorher nicht hatte, durch das viele Arbeiten und gutes Geld verdienen. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Nichts davon hat mich glücklich gemacht. Es hat einfach nur ein Loch gestopft für eine kurze Weile. Aber ich habe immer mehr nach mehr geschaut. Warum? Weil eigentlich das Ursprüngliche ist in meinem Herzen gewesen. Ich habe auf so viel verzichtet, auf so viele gute Jahre meines Lebens, um glücklich zu sein. Für was? Damit ich Sicherheiten habe? Damit ich mich dadurch besser fühle? Damit ich meinen Wert dadurch nach außen zeige? Es hat gar keinen Wert nach außen gebracht. Gar nichts. Der Wert kommt vom Innen. Und es ist jetzt für dich wirklich wichtig, deine alten Ziele zu überprüfen, deine alten Ansichten zu überprüfen, dich von den fremden Gedanken gut abzuschirmen, deine eigene Wille zu kristallisieren und authentisch, wirklich authentisch und ehrlich deine Wahrheit zu sprechen und deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn du dabei solltest Menschen verlieren. Es ist Zeit für Selbstspiegelung. Es ist Zeit, aus der Verbitterung und Gram rauszukommen, die du dir selbst erschaffen hast, indem du nicht deine Wahrheit lebst. Je mehr du dich anderen anpassen tust, ihre Meinung anpassen tust und auf dein persönliches Glück und deine persönliche Freiheit verzichtest, nur damit du von anderen akzeptiert wirst und geliebt wirst oder Anerkennung bekommst, desto mehr verschwindest du in Verbitterung und Gram und Isolation und Uneinsichtigkeit. Und Spirit kommt und sagt, ich bin hinter der Kulisse für dich gerade etwas am Kreieren, damit du dich nicht mehr unter deinem Wert verkaufst, damit du deine Ahnenlinie heilst und vielleicht einfach eine gewisse Struktur und eine gewisse System brichst, um alle anderen zu beweisen, dass es auch anders geht. Das habe ich auch getan und meine Familie hat gesehen, dass es anders geht und sie folgen dem Beispiel,
indem sie sich selbst heilen. Und durch das, dass du dich selbst heilst, bist du ein Beispiel für alle anderen in deinem Umfeld. Und dadurch spiegelst du das Licht nach außen. Deswegen heißt es, sei du das Leuchtturm. Indem du dich heilst, bist du das Licht für andere Menschen und bist ein Beispiel für andere, sich selbst zu heilen. Indem Menschen zu mir kommen und sagen, wie hast du das geschafft, von dem Leben, das du vorher hattest, so ein Leben zu führen, habe ich gesagt, indem ich 12 Jahre in Einsamkeit gelebt habe. Und mit dem Finger auf mich zeigen gelassen habe, gelernt habe, meinen eigenen Weg zu gehen, mich nicht beeinflussen lassen habe. Und ja, es war eine schwere Zeit, aber es war es wert. Weil all das, was ich verloren habe, ist durch etwas 100-mal Besseres ersetzt worden. Und das ist das, was das Universum für dich hinter die Kulissen vorbereitet, damit du endlich frei das Leben führen kannst, was für dich richtig und gut ist. Dann lass uns schauen, dass wir dieses Reading beenden, indem wir schauen, was das Universum für dich für eine Botschaft hat, Gruppe 2. Was hat das Universum für die Gruppe 2 für eine Botschaft? Oh, Moment. Nein. Erstmal, bevor ich das mache, muss ich erstmal das Universum noch eine Frage stellen mit einer anderen Karte. Was ist das Universum hinter den Kulissen für dich am Orchestrieren, nachdem du dich deinen eigenen Weg eingeschlagen hast? Was will das Universum für dich bringen, wenn du aufhörst, dich unter deinen Wert zu verkaufen? Was wird das Universum dir bringen? Ja, Inspired Warrior. Du wirst endlich der inspirierende Krieger werden, den du schon die ganze Zeit sein möchtest. Ja? Und Sea of Love. Es wird dir eine seevolle Liebe bringen. Es wird dir die Menschen bringen, die dich so lieben, wie du bist. Oder die Liebe deines Lebens bringen. Wo du dich geliebt fühlst, genau für das, was du bist, wenn nicht schon jemand in deinem Leben ist, den du weggestoßen hast aus deinem Leben. Ja? Weil du einfach Angst davor hast, du selbst zu sein oder dein wahres Ich zu zeigen. Es wird dir Mitgefühl bringen. Mitgefühl dir selbst gegenüber und alles andere. Und du wirst andere inspirieren, indem du der Krieger wirst, den du eigentlich sein solltest. Nicht der Krieger, der gegen alles im Außen kämpft, sondern der Krieger, den du wirklich bist. Ja? Der inspirierende Krieger, der seinen Weg gegangen ist und dadurch andere Leute inspiriert. Und du wirst in dein Gleichgewicht kommen. I am balance. Ja? Du wirst in dein Gleichgewicht kommen und du wirst die Liebe auf eine andere Art und Weise kennenlernen, nämlich die wahre Liebe. Was es wirklich bedeutet, geliebt zu werden. Und dir wird auch Mitgefühl zugeteilt werden von Menschen, die dich wirklich so lieben, wie du wirst, bist. Deswegen sagt das Universum, hab Vertrauen, das zu sein, wer du bist. Und du, wow, deine Seelenpartner wird in deinem Leben kommen. Schau mal, Sea of Love und Soulmate. Du wirst eine Verbindung, eine liebevolle Verbindung mit deinem Seelenpartner fühlen. Oder mit Menschen, Soulmates können auch sein, mit Menschen, die gleichgesinnt sind für dich, die du inspirierst, ja, die mitfühlend sind, die für dich da sind und die Gleichgewicht in deinem Leben bringen. Das ist das Geschenk, das du vom Universum bekommst für die Entscheidungen, die du triffst. Und es gibt nichts Schöneres, als mit Seelengefährten, mit einer Community, wo aus deiner Seelenfamilie, deine wahre Seelenfamilie besteht, zusammen zu sein. Ich habe so eine Community gefunden. Und das ist das größte Geschenk, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Und das war jeder diesen Schmerz und Einsamkeit wert, den ich gegangen bin. So, und jetzt beenden wir diesen Reading, indem wir schauen, was das Universum dir noch mitteilen möchte. Was ist die Botschaft von Spirit an dich, Gruppe 2? Was ist die Botschaft von Spirit an Gruppe 2? Huch. Ja, clear and activate. Es ist Zeit für dich, einen heiligen Ort aufzusuchen, wo du dich selbst bereinigst und dich neu aktivieren kannst. Clear and activate bedeutet, löse dich von allen, wo dir nicht gut tun, besonders von Energievampire, die deine Gutmütigkeit ausnutzen, ja, und dich Negativitäten ins Ohr flüstern. Und schütze deine Energien. Gerade wenn du so ein Mensch bist, wo viel von sich gibt, ist es wichtig, dass du deine Energien jetzt schützen tust, ja. Und lass dein Licht, es ist Zeit, dass du dein Licht erdest, ja, das ist auch die Kundalini erwachen. Und ground your light, let your soul shine, erlaube deine Seele zu scheinen, kehre endlich mal zu dem, der du bist. Lass dein Licht nach außen scheinen, du bist so einzigartig, du bist so wunderschön. Nur weil die Leute um dich herum diese Schönheit nicht gesehen haben oder davon geblendet waren oder eifersüchtig waren oder damit nicht umgehen könnten, heißt es noch lange nicht, dass diese Welt da draußen dich nicht braucht.
Es gibt Menschen, die sehen deine Schönheit. Ja? Und göttlicher Wille, lass deine Ängste los. Egal, um was es jetzt gerade deine Angst geht, lass es los. Ja? Lass es los. Begib dich auf eine neue Reise. Begib dich auf eine Reise, wo deine Seele für dich bestimmen hat. Und wenn der göttliche Wille auftaucht, dann wirst du dich sowieso dagegen nicht wehren können. Weil wenn dein Seelenplan entschieden hat, in welche Richtung du gehen solltest, wird das alles in deinem Leben tun, damit du diesen Weg auch gehst. Und die letzte Botschaft, illuminate the shadow. Es ist Zeit, die Dunkelheit, also Licht in die Dunkelheit zu bringen. Focus on a solution. Fokussiere dich auf eine Lösung, statt dich zu verlieren, ja? Und schlag eine neue Richtung ein, weil die Richtung, die du gehst, ist nicht der richtige, ja? Es ist die richtige Richtung, kennst du vermutlich ganz tief in dir drinnen, ja? Und rede über deine Sorgen. Hier, Cosmic Ein Sentence, voice your concerns. Wenn es irgendetwas gibt, worüber du reden solltest, dann rede mit diesen Leuten. Sag, was deine Ängste sind. Sag, worüber du dich Sorgen machen tust. Andere Menschen können dich nicht verstehen, wenn du mit ihnen nicht kommunizierst, ja? Und du hast ein Potenzial zu Wachstum. Birth of Creation. Bitte, Gruppe 2, geh diesen Weg. Es ist ein wunderschöner Weg und es ist jetzt Zeit, dass du dich befreist von Strukturen, Systemen. Es kann auch mit Ereignissen im Außen zu tun haben. Ja? Es ist jetzt Zeit für dich, deinen eigenen Weg zu gehen und glücklich zu werden, Gruppe 2. Und das ist das, was das Universum für dich möchte. Das Universum möchte, dass du deinen Seelenplan folgst und zu dem wirst, der für dich, der deine Bestimmung ist. Und jetzt ist die Zeit für dich gekommen, diesen Weg einzuschlagen und glücklich zu werden. Und auch wenn es bedeutet, dass du erstmal den Rücken musst, denen zukehren, die dir nicht gut tun. Und weißt du was? Ich habe eine Erfahrung gemacht, als ich mir meinen Rücken zugekehrt habe, denen, die ich der Meinung war, dass ich ohne die nicht leben kann, war interessanterweise, dass ich mich danach um das 100-fach besser, leichter und glücklicher gefühlt habe. Als diese Menschen aus meinem Leben weg waren. Da war dieser Druck, die ganze Zeit jemand zu sein, das ich nicht sein wollte, weg. Ich konnte endlich mal ich selbst sein. Und schau, jetzt ist dein Schlüssel auch noch runtergefallen. Also, nimm sie, öffne die Türe zu deinem Herzen. Und dieser Schlüssel ist eine Botschaft. Hol den Schlüssel und öffne dein Herz und leb deinen Seelentraum. Und deinen Seelenwunsch, unabhängig davon, wer da außen, im Außen sagt, was richtig und was nicht richtig ist. Du weißt am besten, was für dich richtig ist. Vor allem sei dir selber treu. Das ist das wichtigste Botschaft, die ich für dich bekomme, Gruppe 2. Gruppe 2, ich wünsche dir eine wunderschöne Restwochenende, Sonntag. Und hab einen guten Start in die neue Woche. Verkauf dich nicht unter deinem Wert, das ist es nicht wert, glaub mir. Und du verdienst so viel mehr in deinem Leben. Und ich freue mich auf deinen Kommentar, worum es da bei dir in dieser Geschichte geht. Und vielleicht magst du mir auch deine Geschichte erzählen. Wir können dir vielleicht helfen, ein bisschen unterstützen auf deinem Weg, Ratschläge geben. Es sind viele Lichtarbeiter in dieser Community, die dir helfen können auf deinem Weg oder dir einfach nur zuhören, um dir zu helfen, dass du die richtige Entscheidung in deinem Leben triffst. Fühle dich umarmt und geliebt und ich danke dir für deine Wertschätzung, egal in welcher Form es mich erreicht und wünsche dir ein wundervolles Erwachen in dir, ohne deine Maske. Und vor allem wünsche ich dir all diese Seelengefährten, Seelenpartner in deinem Leben, die dich bedingungslos so lieben, wie du bist. Denn du hast es dir verdient. Namaste. Hallo liebe Gruppe 3. Deine Reading musste ich etwas nach hinten verschieben, weil ich noch meine Tarot-Online-Kurs hatte. Und bin jetzt wieder voller Elan bei dir, nachdem ich mich gereinigt habe und werde mich freuen, für dich jetzt dieses Reading zu machen, was das Universum hinter die Kulissen für dich vorbereitet hat. Gruppe 3, du hast dich für diese wunderschöne Steine entschieden, die auch überall so ein kleines bisschen Herzchen drinnen hat, auch wenn man es von der Nähe sieht, eher so wie eine Fluffy aussieht. Und die Karte repräsentiert hier als Botschaft die Empathie. Es ist der blaue Aragonit und Mitgefühl und Kommunikation. Es ist auch dem Halschakra zugeordnet. Communication is key and with blue Aragonite, you will definitely send the message. Also die Kommunikation ist der Schlüssel und mit der blauen Aragonit wirst du mit Sicherheit diese Botschaft senden. Blue Aragonite activates the truth
Third Eyes and Heart Chakra. Der blaue Aragonit aktiviert der Halschakra, das dritte Auge und deine Herzchakra. Allowing you to communicate from a whole and centered place with the stone instills hope and inspiration. Also es hilft dir aus der Mitte, aus deiner Mitte heraus zu kommunizieren und mit Hoffnung und Inspiration deine Worte Ausdruck zu verleihen. This crystal enhance your ability to empathize and show compassion for others. Dieser Stein unterstützt dich, die Gabe, dass du empathisch und mit Mitgefühl mit anderen kommunizierst oder denen das auch zeigst. Fostering authentic connection und dass du dadurch authentische Verbindungen herbeischaffen tust. Blue Aragonite's communication skills also carry across when you are communicating with the spirit realms. Also du kannst auch mit der blauen Aragonit über die geistige Welt kommunizieren, cultivating a calm and relaxed space for even more clarity to come true. Es kultiviert eine ruhige und entspannter Raum, sodass mehr Klarheit in deinem Leben kommt. Es ist dem Steinbock zugeordnet und dem Erdelement. So. Okay. Dazu kommt der Victory Stein, der Victory Charm, wo es einfach um vielleicht deine Ziele geht in deinem Leben. Wir schauen aber als allererste, was will das Universum hinter die Kulissen jetzt für dich erschaffen oder was manifestiert das Universum hinter die Kulissen für dich, liebe Gruppe 3. Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien der Gruppe 3 und bitte darum, dass mir gezeigt wird, was das Universum hinter die Kulissen für Gruppe 3 am Manifestieren ist. Okay, wir haben den Chiron. Heilung. Bei dir ist das Heilung, die gerade auf allen Ebenen geschieht. Es ist Heilungskräfte, Wachstum. Vielleicht geht es auch um Wiedervereinigung, um Loslassen, um persönliche Entwicklung, um vielleicht Erbschaftsangelegenheiten, Selbstzweifel, Trauma, wo einfach schon längere Zeit zurückliegen, Schamgefühle, Sensibilität, Vergebung und Superkräfte, also Superkräfte ist einfach das innere Kraft entwickeln, ja, und Divinity, Cleansing, Softness and Pain. Also es sieht auch so aus, dass es hier um deine um Bereinigung geht, um vielleicht auch Öffnung deines Herzchakras, damit du mehr Weichheit in deinem Leben bringst und es geht um Heilung deiner Schmerzen. Chiron spricht hier auch über den verwundeten Heiler. Der Chiron ist ja bekannt, das ist ein halber Zentauren und halber Mensch, wo einfach von einem Pfeil, glaube ich, getroffen wurde, die niemals wirklich geheilt ist. Und dieser Pfeil wurde von jemandem, der verwundete Heiler. Ich glaube, das geht, die Geschichte von der Chiron, ich muss mal gucken, ob das in dem Buch drinnen steht. Ich hatte mal darüber gelernt, aber ich habe mich dann irgendwann damit nicht mehr länger befasst. Ich weiß einfach, dass er von einem Pfeil getroffen wurde, der dann nie mehr wieder geheilt ist und er halt quasi deswegen als der verwundete Heiler jetzt halt im Raum steht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das Buch war. Doch, ich schaue mal, vielleicht steht hier über Chiron was. Die Planeten. Eigentlich. Ganz vorne bei der Inhaltsverzeichnis vielleicht was sein. Nicht einmal ein richtiges Inhaltsverzeichnis. But signs, the planets, the houses, the Aspekten. Ich glaube, der geht unter die Aspekten. Conjunction opposite. Square. North Node, Ascendant, Chiron hier. Keyword, allowing, tenderness, wound, salt water, longing, karma. Es geht um Karma-Heilung bei dir und um Loslassen, dich den Dingen hinzugeben, um Tränen und Absolution und um Weichwerden. Ja, es geht um Heilung deiner Herzchakra. Chiron's status as the wounded healer conjures images of romantic heroes, of meditative getaway, on distant island, but therefore we scent it with lavender and
laid on a bed of crystals. This planetary body's magic steht leider nichts über die Geschichte von Chiron, leider. Aber was ich bei dir sehe, liebe Gruppe 3, dass es bei dir um eine tiefe Bereinigung und deine Zellenaktivierung, Reaktivierung geht, was wahrscheinlich mit dem zu tun hat, dass deine Wunden jetzt gerade hochkommen, zu Vorschein kommen, und es geht jetzt darum, bei dir langsamer zu machen und dir die Zeit zu geben, die notwendig ist, damit du in diese Heilung hineingehst, die für dich jetzt wichtig ist. Also das Universum, vielleicht bist du jetzt gerade mit gewissen Dingen in deinem Leben konfrontiert, die alte Verletzungen hochholen. Und diese Verletzungen kommen nicht hoch, um dich zu quälen, sondern es geht darum, damit du zelluläre Wechsel stattfindet in deinem Körper. Das heißt, deine Zellen verändern sich und eine tiefe Heilung ist gerade da im Geschehen bei dir. Und das Universum ist hinter den Kulissen für dich, diese Heilung am Vorantreiben, damit du auf die nächste Stufe gehen kannst, damit du deine Glück finden kannst, die dir bis jetzt verwehrt geblieben ist, aufgrund von dieser Verletzungen, weil du deine Herzchakra zugemacht hast, weil du nichts mehr an dich ranlässt und weil du vielleicht einfach auch unter diesem Schmerz, diese Wunden leidest und vielleicht einfach auch dich isolierst, ja? Okay, dann schauen wir mal an, was das Universum mit diesem Heilung hinter die Kulissen für dich am Orchestrieren ist. Spirit, was hat das mit dieser Heilung auf sich? Was ist das Universum hinter den Kulissen? Wow, ich glaube es einfach nicht. Da ist ein Trauer in dir, die zur Heilung gehen muss. Warte mal, ich schaue, ob da noch was kommt. Was hat das mit dieser Heilung auf sich, Spirit? Bitte. Für die Gruppe 3, was ist das Universum hinter den Kulissen für dich am Orchestrieren? Liebe Gruppe 3, ich habe so das Gefühl, dass es gewisse Dinge in deinem Leben gibt, die dich sehr traurig gemacht haben. Vielleicht hast du jetzt gerade eine Erfahrung gemacht, die dich traurig macht. Vielleicht hast du eine Ablehnung erfahren. Worum geht es bei dieser Trauer? Ich schaue aber noch in der Tarotkarten. Vielleicht bekomme ich jetzt hier eine Karte, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe hier auch The Temptation, das ist auch der Teufel, ja, der Teufel Verführungen. Vielleicht hast du dich jetzt von irgendetwas verführen lassen oder geht das einfach um eine Suchtverhalten, die du jetzt vielleicht noch heilen solltest oder vielleicht einfach auch einfach allgemein um Mustern, die aufgrund von Verletzungen in deiner Vergangenheit passiert sind, dass du da tiefe Trauer erfahren hast und jetzt die Zeit für dich gekommen ist, quasi diese Suchtverhalten, diese Verführungen, diese Ablenkungen im Außen, dass du die loslässt. Ja. Es kann aber auch möglich sein, dass du dadurch, dass du mit irgendetwas konfrontiert geworden bist, das dich verführt hat, das Universum dir das gebracht hat, quasi, um dich zu verführen, damit diese Mauer um dein Herz bricht und damit du erkennen tust, was für Wunden aus deiner Vergangenheit noch da sind, die Heilung bedarf. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Und besonders mit der Karte Sadness spricht es meistens immer über tiefsitzende Trauer, die schon sehr lange in dir existiert. Ja? Es ist einfach leicht, wenn man Trauer runterschluckt oder sich hinter eine falsche Lächeln verstecken tut. Dennoch kann Trauer Türen zu deinem Herz öffnen und dir helfen, in Mitgefühl zu kommen mit deinem Umfeld. Wenn du zum Beispiel verbittert bist oder böse bist oder wütend bist auf gewisse Menschen in deinem Umfeld oder du ziehst aufgrund von dem, dass dein Herzchakra zugemacht hast, Menschen in deinem Leben, die dich immer und immer wieder mit dieser Wunde konfrontieren. Und ich habe das Gefühl, dass du sehr, sehr lange deine Tränen, deine Gefühle der Verletzlichkeit unterdrückt hast. Und das Universum orchestriert für dich quasi hinter den Kulissen eine Form Reinigung und Bereinigung dieser alten Wunden, die dich verletzlich gemacht haben. Oder du hast dich entschieden, dich verletzlich zu zeigen, weil du dich irgendwann in der Vergangenheit vielleicht einfach verführen lassen hast, durch irgendeinen Umstand, irgendeine Person, irgendeine Situation,
ausgeliefert gewesen bist und dann ist da eine schwere Verletzung, eine Trauma entstanden, die dich ganz schwach werden gelassen hat, ja, und das ist diese, du hast dich getrennt irgendwie, du hast einfach deine Gefühle zugemacht nach diesem, was passiert ist. Es kann gerade passiert sein, es kann aber auch in der Vergangenheit passiert sein. Ich habe aber das Gefühl, dass das in der Vergangenheit passiert ist, weil Chiron spricht von einem verwundeten Krieger. Das bedeutet, du hast in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht durch jemanden, zu dem du dich hingezogen gefühlt hast, dass du vielleicht, oder zu einer Situation, zu der du dich hingezogen gefühlt hast, der du Vertrauen hattest und diese Person hat ganz tiefe Wunden in dir hinterlassen. Und du hast diese Wunde nicht richtig geheilt. Ja, das Pfeil steckt noch in dir drin. Und jetzt orchestriert das Universum für dich hinter den Kulissen, dass dieses Pfeil entfernt wird. Ja, und dass du diese Trauer, diese Schmerzen, die du unterdrückt hast, diese Tränen, die du unterdrückt hast, dass du die wieder spürst, rauslässt, damit diese Reinigung in dir geschehen kann. Sei bereit, diese kalte Wände des Schutzes, die du um dich herum gebaut hast, loszulassen, welches dich leer und krank werden lässt. Du brauchst dich nicht in deine Emotionen zu verlieren. Vielleicht wirst du jetzt gerade auch geprüft und du hast das Gefühl gehabt, dass sich irgendetwas in der Vergangenheit wiederholt hat und durch das, dass du jetzt einfach dich weggezogen hast davon, empfindest du diese schwere Trauer, aber du erkennst auch, dass du dich nicht mehr in diese Emotionen verlierst, dass du imstande bist, für dich selbst klare Entscheidungen zu treffen, dass diese Verführungen, was in deiner Vergangenheit passiert sind, die in Gegenwart nicht wieder passieren können oder selbst wenn es passiert, du schaffen tust, dich davon zu trennen, zu distanzieren. Ja? Es ist aber wichtig für dich einfach, dass du die Erlaubnis gibt, dass die Reinigung deines Körpers, deiner Seele und deines Geistes stattfindet. Und ich habe so das Gefühl, dass hier gerade irgendetwas entweder in deinem Leben passiert ist oder schon passiert und du dich vielleicht fragst, warum widerfährt mich das jetzt eigentlich wieder? Vielleicht bist du einfach auch unheimlich traurig darüber, dass du wieder jemanden auf dem Leim gegangen bist oder eine Situation aufgesessen bist oder dich von irgendetwas verführen gelassen hast oder ein alte Muster wiederholt hast. Das kann auch sein, egal in welcher Form auch immer. Und das stimmt dich unendlich traurig. Und ich habe das Gefühl, dass das Universum versucht, dir damit zu zeigen, dass das keine Strafe für dich gewesen ist, sondern einfach eine Bereinigung deiner Verletzungen, dieses Pfeil aus der Vergangenheit, wo durch diese Verführung in deinem Leben geschehen ist, wo dir passiert ist, die steckt immer noch tief in dir drin. Und entweder bist du jetzt nochmal mit so etwas konfrontiert worden, wo ähnlich verlaufen ist, wie das damalige Situation, egal ob es jetzt beruflich war, arbeitstechnisch war, kollegentechnisch war, beziehungstechnisch war, ist es egal. Da ist eine alte Verletzung aufgebrochen und diese alte Verletzung ist nur aufgebrochen, damit das heilen kann, damit diese Herzmauern, die du um dich herum gebaut hast, niedergerissen werden und damit diese giftige Pfeil, die in deinem Herzen drinnen steckt, rausgezogen wird, damit du die nächste Stufe der Heilung erlangst. Wow. Lass uns mal schauen, was da passiert ist mit den Tarotkarten. Ich werde jetzt hier mal die Zombie-Karten nehmen. Boah. Ich habe das Gefühl, das passt so richtig hier rein. Die sind auch grausig. So. Also, ich bitte darum, dass mir aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, aus der Quelle allem Sein, gezeigt wird, worum es da bei dieser Verführung und bei dieser Heilung bei der Gruppe 3 geht. Das war gerade davon geflogen. Wir haben hier der 10 der Gifte. Der 10 der Gifte könnte durchaus, ich muss mal gucken, ich glaube, Hazard ist auf jeden Fall die Scheibe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal gucken. Ich meine, der Hazard ist die Scheibe. Moment. Ja, 10 der Scheibe. Ja, es kann sein, dass es um ein familiäres Thema bei dir geht. Vielleicht geht es einfach auch darum, dass du gegenwärtig eine Familienkarma auflösen tust. Vielleicht geht es auch um eine berufliche Situation, die dich jetzt gerade ziemlich nahe geht und dich einfach fertig machen tut. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es hier um mehr geht. Ich habe das Gefühl, es geht hier um eine Familienstruktur, in der du festgefahren bist. Ich habe so das Gefühl, weil ich habe ja gefragt, worum es bei dieser Heilung geht und warum es da und bei dieser Verführung geht. Entweder geht es einfach um
ein Glück, die du dir wünschst, vielleicht einfach eine Familie, die du dir wünschen tust, weil wir sehen ja auch die Mutter, Vater und das Kind, ne? Und dann, wo dir das wieder vielleicht einfach verwehrt worden ist. Oder es geht um eine familiäre Struktur, die jetzt gerade in die Heilung gehen möchte. Ich werde aber noch weiter Karten ziehen. Spirit, bitte zeig mir, was hat das hier mit dieser Verführung und mit dieser Heilung auf sich, vor allem mit dieser Trauer? Was hat das mit dieser Trauer auf sich? Was ist der Ursprung dieser Trauer? Ja, wir haben hier die vierte Kelche. Ja, die vierte Kelche ist ja eine Ablehnung. Ja, jemand hat dich abgelehnt oder du fühlst dich abgelehnt. Ja, weil wir haben ja auch hier die Zombie-Frau. Ne? Und die vierte Kelche ist eine verpasste Chance. Vielleicht hast du in der Vergangenheit jemanden kennengelernt, wo... Also ich glaube definitiv, dass es hier um jemanden ging, mit dem du längere Zeit zusammen warst. Ja? Und vielleicht wolltest du eine Familie gründen, du wolltest eine Beziehung gründen mit dieser Person. Vielleicht ging es auch darum zu heiraten und allem. Ja? Und dann ist aber irgendetwas passiert und diese Person hat sich verändert oder hat dich abgelehnt oder die Dinge sind nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Und ich glaube, du bist sehr, sehr lange in dieser Energie der verpassten Chance, die verpasste Gelegenheit. Vielleicht hast du dich eine große Familie gewünscht, vielleicht hast du dir gewünscht, Familie zu haben, Kinder zu haben, einen Hund zu haben. Und diese Person, dem du da aufgesessen warst in der Vergangenheit, hat dir das versprochen. Und du hast viel für diese Menschen aufgegeben, du hast viel geopfert für diese Menschen, ja. Und was dann bei rausgekommen war, war nur eine Ablehnung. Du hast dann einfach irgendwann mal entdeckt gehabt, dass da ja nur leere Luft war. Weil die vierte Kelche steht auch oft dafür, dass man... ja, erkennen tut, dass man eine Chance verpasst hat, dass man gelangweilt ist von dem Leben oder dass es nicht dem das entspricht, was es entsprechen sollte. Und nach dem, was da passiert ist, wo dir das Herz gebrochen worden ist, bist du in diese vierte Kelche Energie verfallen, in diese Verbitterung, in diese verwundete Chiron-Energie, ja, dieses Giftpfeil aus diesem Wunsch damals, eine Familie zu gründen, hat dich quasi so verbittern lassen, dass du dich komplett zugemacht hast, also deine Herzchakra zugemacht hast, diese Enttäuschung darüber, dass du eine Chance verpasst hast, vielleicht eine Chance dafür zu heiraten, eine Familie zu gründen, die du die ganze Zeit wolltest und jetzt ist einfach vielleicht zu spät dafür. Es fühlt sich für mich in so mehrere Gruppen jetzt an. Eine Gruppe, die einen Wunsch hatte, die dann nicht in Erfüllung gegangen ist, der andere, die eine verpasste Chance hatte, weil es sich versperrt hat gegen diese einigen andere, wo abgelehnt wurde. Also auf jeden Fall geht es hier um einen Wunsch, eine gesunde, strukturelle Thema aufzubauen. Vielleicht geht es auch um eine familiäre Thema, weil der 10. Scheibe auch oft über Familie spricht, über Themen, familiäre Themen spricht, ja, wo dann schon da als Kind du abgelehnt wurdest. Oder es geht einfach um eine Familienheilung, die hier stattfinden darf. Spirit, kann ich bitte ein bisschen mehr Informationen über diese Gruppe haben? Was ist da, was hat es hier auf sich mit dieser Trauer, mit dieser Verführung, mit dieser 10. Scheibe und 4. Kelche? 4. Kelche ist immer eine Karte, wo man abgelehnt wurde, wo man so, wie man war, nicht akzeptiert wurde. Wir haben hier auch Ass der Stäbe. Ass der Stäbe steht auch für Kreativität, für Leidenschaft, für Sexualität. Da waren viele sexuelle Energien. Vielleicht hat sich das auch nur auf eine nur sexuell sich bezogene Energie herausgestellt. Ja, und wir haben hier den Moon. Der Mond steht für Illusion. Ja, es steht einfach für Ängste, für Schattenthemen. Also ich glaube, was auch immer hier passiert ist in der Vergangenheit, vielleicht ist dann gegenüber, auch mit dem du Person zu tun hast, fremdgegangen, ja, und, oder war nur an Sex mit dir interessiert und mehr nicht und du hattest erhofft, dass es mehr ist, ja, und stellst jetzt fest, dass es nur eine Illusion war, weil der Mond steht auch oft für die Illusion, ja, und du wurdest abgelehnt, du wurdest nicht akzeptiert und diese Situation hat sich vielleicht jetzt gerade nochmal wiederholt in deinem Leben, habe ich das Gefühl, wo dich mit dieser Angst, mit diesem Schmerz aus deiner Vergangenheit nochmal konfrontiert hat, von diesen verpassten Chancen, von diesen Hoffnungen von, und hat dich in quasi in der dunklen Nacht der Seele, Cookie, alles gut, in diese dunkle Nacht der Seele hinein irgendwie katapultiert, ja. Und vielleicht geht es aber auch darum, dass du einfach momentan wirklich gezwungen wirst, in die Tiefe zu gehen und dich mit deinen alten Verletzungen auseinanderzusetzen, weil du gerade im Außen mit Situationen konfrontiert bist, die dich nochmal
mit dieser Verletzung in der Vergangenheit konfrontiert, ja, wo dich mit dieser alte Schmerz konfrontiert und dich dazu zwingt, quasi dich mit deinem unbewussten Verletzungen, Trauer und Schmerz auseinanderzusetzen. Und da fließt jetzt momentan auch sehr viel Kummer, sehr viel Tränen in dir. Aber diese Tränen sind nicht da, um dich zu bestrafen. Sie sind da, um dich zu heilen, weil da etwas aus deiner Vergangenheit nicht geheilt war. Und vielleicht denkst du dich, warum öffne ich jetzt mein Herz und laufe wieder in ein Messer rein? Und was soll das? Und was habe ich denn getan? Und Spirit versucht jetzt zu sagen, du hast gar nichts getan. Das, was passiert ist, war einfach eine alte karmische Muster, die sich jetzt hier gezeigt hat, wo noch in die Heilung gehen darf, wo mit dem Thema Ablehnung zu tun hat, mit dem Thema abgelehnt zu werden, vielleicht einfach auch nur auf Sexualität reduziert zu werden. Vielleicht ist das auch damals der Fall gewesen, dass man einfach dich auf Sexualität nur reduziert hat oder du warst gut genug fürs Bett und alles andere hat man mit jemand anderen gelebt. Ja, das kann leider auch passieren. Und du hast dir aber einfach Familie gewünscht oder es ist ein Familienthema, von dem du schon die ganze Zeit eigentlich immer wieder abgelehnt wirst. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass bei dir irgendetwas gibt aus deiner Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, du hast eine Chance verpasst, dass das Leben dir nicht gut gespielt hat. Und da hast du irgendwo dein Herz verschlossen. Du hast dein Herz verschlossen und du hast das Gefühl gehabt, eine Chance verpasst zu haben und hast Mauern um dich hochgezogen und hast dich vielleicht einfach in Karriere, in Vergnügen, was auch immer du getan hast, hineinkatapultiert. Und was auch immer jetzt passiert ist, hat hier diese alte Wunde nochmal aufgemacht. Ja? Es hat nochmal da dich gezwungen, dich quasi mit deinen Verletzungen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und das ist das, was ich jetzt hier ganz stark bei dir wahrnehme, was mit dieser Trauer, in der du dich jetzt gerade befindest, zu tun hat. Es ist eine Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, wo es dann vielleicht einfach auch darum geht, dass du eine alte Wunde erst heilen musst, bevor du das 10. Kelch oder 10. Scheibe haben kannst. Ja? Und das kann sein, dass das auch mit einem Familienthema zu tun hat, mit einem Ahnenthema zu tun hat, dass es schon bereits in der Kindheit angefangen hat und hat seine Form immer mehr angenommen, dass du so alte Glaubensmuster der Familie aufgenommen hattest, die du dann einfach in deine Beziehungen gelebt hast, weil du einfach eine komplett falsche Einstellung zu Beziehungen hattest. Ja? Okay, lass uns mal schauen, was das Universum dir da noch mitteilen möchte. Spirit, was ist das Universum hinter der Kulissen in Bezug auf diese Situation, in der sich meine Zuschauer, Zuschauerinnen der Gruppe 3 befindet, am Orchestrieren? Was ist gerade das Universum hinter der Kulissen für Gruppe 3 am Manifestieren? Was passiert jetzt gerade hier? Sorry, ich muss da noch ganz schnell meine Handy laden. Spirit, bitte zeig mir, was ist das Universum hinter der Kulissen für Gruppe 3 am Manifestieren? Was geschieht gerade hinter der Kulissen aufgrund von dieser Situation, in der sich die Gruppe 3 befindet? Was passiert da hinter den Kulissen? Es fühlt sich ja für mich auch so an, dass alte Wunden bei dir so irgendwie aufgegangen sind und dass du eigentlich eine massive Trauer fühlst. Aber diese Trauer, die kommt aus einer alten Verletzung, ja. Und ich habe hier da die Intuition. Das Universum bittet dich darum, auf deine Intuitionen zu vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass deine Intuition mit dir sehr, sehr intensiv redet und du eigentlich weißt, warum das passiert ist. Und wir haben der Golden Path Within. Folge. Es geht auch darum, dir selbst treu zu bleiben, deine inneren Werte nicht aufzugeben, den inneren goldenen Pfad zu folgen, ja. Und vor allem, ich habe so das Gefühl, auch deine Inspirationen werden dadurch, weil wir haben der Ast der Stäbe. Der Ast der Stäbe ist auch eine lukrative Chance zu ergreifen. Es ist auch eine Karte von Inspiration, von Kreativität. Und ich habe so das Gefühl, dass all das, was passiert ist, hat das alles untergraben. Deine Flamme, dein Licht untergraben. Du hast nicht mehr auf deine Intuitionen vertraut, weil du damals gedacht hast, dass deine Intuitionen dich richtig geleitet haben. Du hast irgendwie den inneren Kompass mehr oder weniger nicht mehr vertraut. Ja, du hast dich versperrt. Du bist einfach nur noch kopflastig geworden. Du bist von der Energie der Königin der Stäbe, sage ich jetzt mal, oder Königin der Kelche, in den Energie hineinkatapultiert von der Königin der Schwerter. Ja? Wo du dann einfach deine Intuitionen nicht mehr vertraut hast, dass du einfach deine innere Stimme nicht mehr vertraut hast. Und ich habe das Gefühl,
dass das Universum dich heilt, damit du dich wieder mit deiner Flamme der Inspiration, Kreativität in dich verbinden kannst, damit du dich wieder mit deinem inneren Instinkt, mit deiner inneren Stimme und mit deinem inneren goldenen Pfad verbindest und auf deine Intuitionen wieder hörst. Ja? Was ist das Universum hinter der Kulissen für dich am Orchestrieren, Gruppe 3? Ja, dass du deine Kraft wieder zurückholst, Gruppe 3. Ich habe auch das Gefühl, dass du viel Kraft abgegeben hast. Vielleicht hast du in letzter Zeit durch diese Erfahrung, diese Erfahrung gemacht, dich selbst wieder zu verlieren. Vielleicht warst du ja in dieser durch diese neue Erfahrung, die in deinem Leben gekommen ist, wo deine alte Wunden aufgerissen hat, bist du wieder katapultiert worden in diese alte Energie, wo du machtlos warst, wo du deine Kraft abgegeben hast, und das hat dich so abgeschreckt gerade. Aber Spirit hat dir auch gezeigt gehabt, dass da alte Wunden gibt und alte Schmerzen und Verletzungen gibt, die solche Situationen in deinem Leben angezogen haben, damit du heilen kannst, damit du dich wieder mit deinen Intuitionen verbinden kannst. Und ich glaube, was auch immer jetzt passiert ist, deine Intuition hat dir eigentlich den Weg gewiesen, ja. Und du wirst hier aufgefordert, wieder zurück in deine Intuition zu finden, wieder deine Intuitionen zu vertrauen, damit deine Kraft wieder zu dir zurückkommen kann. Spirit möchte, dass du deine Macht und deine Kraft zurückholst, dass du die Flamme der Inspiration in dir wieder aktivierst, weil du einfach deine Leidenschaft unterdrückt hast. Vielleicht bist du auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch gewesen. Du hast dich voll und ganz dem Ganzen hingegeben und wurde es dann zutiefst verletzt, und diese Trauer hat all das, deine Macht, deine Flamme der Inspiration, deine Intuition blockiert. Und dieser goldene Pfad im Innern, der deine Intuition ist, der dir den Weg weist, ja, dass du auf dem nicht mehr gehört hast, dem nicht mehr vertraut hast, und Spirit möchte, dass du das wieder tust, möchte, dass du deine Kraft zurückholst, deine Leidenschaft wieder lebst, dass du dem Weg folgst und deine Intuitionen vertraust, damit die Fülle vom Innen wieder zurückkommen kann. Spirit möchte, dass du wieder die Fülle erfahren tust, dass du aus dieser Mangelenergie rauskommen tust, dass du in die Fülle kommen tust, und es geht um deine Selbstwertgefühle, ja. Es geht hier um deine Selbstwertgefühle. Spirit möchte, dass du dich selbst wertschätzen tust, dass du erkennen tust, was für eine wundervolle Mensch du eigentlich bist. Und wir haben die Karte der Vergebung, ja. Es geht hier auch, dir selbst und anderen zu vergeben, egal was im Außen passiert ist. Und Vertrauen zu haben, dass du deine Intuitionen folgen kannst, dass du deine Leidenschaft wieder leben kannst, dass du deine Macht zurückholen kannst und deine innere goldene Kompass folgen kannst und vor allem die innere Fülle wiederherstellen tust. Du bist sehr, sehr lange im Mangel gewesen, von deinem Herzen getrennt gewesen. Wenn wir unsere Herzchakra verschließen, dann können wir nicht in Liebe sein. Wir denken vielleicht, dass wir in Liebe sind, aber da fehlt etwas ganz, ganz Wichtiges, ja. Und ich habe auch hier das Gefühl, dass es einen inneren Konflikt bei dir gibt, die du mit deiner Intuition, mit deiner Kraft, mit deiner Macht hattest, aber auch vielleicht mit deinem Selbstwert aufgrund dessen, dass du dir selbst nicht vergeben konntest oder wütend auf dich selbst gewesen bist, und dass das da quasi dadurch diesen Konflikt in dir ausgelöst hat. Aber Spirit sagt auch, gehe keine Kompromisse ein. Ja, don't compromise. Dein Glück ist nicht verhandelbar. Deine Ruhe, deine innere Ruhe, dein innere Glück ist nicht verhandelbar für Spirit. Spirit sagt, hol deine Kraft zurück, entflamme deine Leidenschaft wieder, hole deine Selbstwertgefühle zurück, vergebe dir selbst und anderen, was auch immer passiert ist, folge deinem inneren Kompass und vor allem aber stelle wieder die Fülle in dich ein, weil die Fülle im Außen kann nur kommen, wenn die Fülle im Innen da ist. Und ich habe das Gefühl, dass du aus irgendeiner Erfahrung in deiner Vergangenheit weder deine Intuitionen noch deine Gaben vertraut hast mehr. Ja, du hast einfach irgendwie nur noch funktioniert, und Spirit möchte, dass das alles wieder zurückkommt. Er möchte, dass du deine Kraft wieder bekommst. Er möchte, dass du auf deine Intuitionen vertraust und wisse, dass auch deine Leidenschaft, deine Kraft, die deine Leidenschaft ausmacht. Ja, das ist auch der Phönix, der aus der Asche aufersteht, was du auch da hattest als der Chiron. Ja. Dass das wieder entfacht werden kann und dass du es verdienst, glücklich zu werden. Das ist das, was ich für dich wahrnehme, was das Universum hinter den Kulissen für dich vorbereitet, aufgrund der Verletzungen, die dir widerfahren sind in der Vergangenheit. Lass uns mal schauen, was der Spirit hier zum Abschluss dieses Reading als Botschaft mitgeben möchte. Ah, ich wollte noch eine Halloween-Karte hier für dich ziehen. Was
ist das Universum hinter der Kulissen für Gruppe 3 am Manifestieren Spirit? Was ist das Universum hinter der Kulissen für Gruppe 3 am Manifestieren? Oh mein Gott, unendliche Liebe. Wow, love is love, is love. Love is love, is love. And it transcends physical death. Wow. Eine Liebe, die wirklich Liebe ist, eine unendliche Liebe kann auch eine Sterben, eine Tod überstehen. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass da für dich das Universum die unendliche Liebe manifestiert. Das, was du verloren geglaubt hast, dieses Glück, diese Familie Glück, diese Liebe, vielleicht hast du auch aufgehört, an die Liebe zu glauben, vielleicht hast du einfach auch jetzt gerade nochmal eine Erfahrung gemacht, wo du dein Herz geöffnet hast und du bist wieder verletzt worden und du hast einfach jetzt innerlich so das Gefühl, ich glaube nicht mehr an die Liebe, und Spirit sagt, das ist nicht wahr. Liebe ist Liebe, ist Liebe, ja, und es übersteht selbst den Tod. Und es kann sein, dass du da mit deinem, weil ich ja sehe auch hier zwei Skelette, ne, das ist für mich, und die halten Hand, ja, und über Tod und Leben, und ich glaube, du begegnest hier deinem Seelenpartner. Deine Seelenpartner ist entweder dir schon begegnet oder wird dir jetzt in deinem Leben gebracht. Aber damit du diesen Seelenpartner begegnest, musstest du entweder diesen karmischen Partner begegnen, um das alte Wunde zu heilen, die das verhindert, dass ihr zwei zusammenkommt, oder aber du bist deinem Seelenpartner schon begegnet, aber ihr habt beide noch alte Verletzungen, die noch hier geheilt werden müssen aufgrund von Verletzungen der Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt bei dir eintritt. Ja, das ist einfach ein kollektives Reading, es kann verschiedene Varianten geben, aber egal worum es geht darum, dass das Universum möchte, was er für dich manifestiert, ist, dass du deine alten Wunden heilst, diese Giftpfeil aus deinem Herzen rausholst, dass diese Trauer in dir zerstört hat, dass dein Leuchten in dir zerstört hat, der das Leidenschaft in dir zerstört hat, das Glaube an dich selbst und an deine Intuition in dich zerstört hat, dass das wieder zurückkehrt, damit die Liebe zu dir kommen kann. Und guck mal, wir haben zweimal die Vergebungskarte. Ja? Es ist Zeit, dass du deine Last ablegen tust, die du mit dir trägst. Vielleicht gibst du dir selbst die Schuld, dass du einfach Entscheidungen getroffen hast, die dann einfach Konsequenzen hatten, die schwerwiegend waren, ja. Und wenn das der Fall ist, Spirit sagt, lass jetzt bitte los. Vergebe dir selbst, vergebe alle Beteiligten an diesem Spiel des Lebens und wisse, dass unendliche Liebe auf dich wartet und der wird. Und diese Liebe, die zu dir kommen möchte, es ist auch eine Liebe, die du vielleicht auch Past Lives mit diesem Mensch hattest und eine ganz tiefe Verbindung da ist, eine unendliche Liebe da ist, der selbst den Tod überstehen wird auf dem Weg zu dir ist. Aber damit diese Liebe kommen kann, ist es natürlich notwendig, dass erstmal Vergebung passiert. Vergebung vor allem bei dir selbst, ja. Vielleicht für, dass du wütend auf dich selbst bist, wie du dich hast können so manipulieren lassen, oder du bist das jetzt noch, dass du das Gefühl hast, dass du da Kraft abgibst, ja, und Spirit möchte, dass du deine Kraft wieder zurückholst, dass du vergibst, dass damit diese Liebe zu dir kommen kann, die du, wonach du dich so sehr sehnst, diese zehnte Scheibe Energie, wo einfach alles da ist, was du gerne haben möchtest, ja, und dass du dir deine Kraft und all das, was dich ausgemacht hat, wieder leben kannst. Leider kommt da keine Karte mehr raus, also belasse ich es dabei. Also auf jeden Fall ist die Vergebung zweimal gekommen. Das ist ein essentielles Thema bei dir, dass du da wirklich dir selbst und anderen vergibst. Okay, schau, lass uns mal schauen, was der Spirit dir zum Abschluss dieses Reading als Botschaft mitgeben möchte. Spirit, wie lautet deine Botschaft an Gruppe 3? Wie lautet deine Botschaft an Gruppe 3? Spiritual Evolution, set your heart free. Ja, schau mal. Es geht um eine spirituelle Evolution und die kann nur stattfinden, wenn dein Herz befreit ist von diesen ganzen Mauern, die du um dich herum gebaut hast. Diese Giftpfeil, die kontinuierlich dein Herz vergiftet. Diese Wut, dieser Schmerz, diese Trauer. Und Spirit sagt, es ist Zeit, dein Herz zu befreien. Es ist Zeit, dein Herz zu befreien, damit das, was du möchtest, zu dir kommen kann. Ja. Und
Es ist auch wichtig, dass du dich deine Energien schützt. Das hat auch die Gruppe 1 gehabt. Beschütze deine Energien. Achte darauf, dass du, wenn du jetzt gerade sehr traurig, besonders wenn Menschen traurig sind oder verletzt sind oder eine tiefe Trauer gerade stattfindet oder wir sind gerade in einem Vergebungsthema oder Vergebungsarbeit, dann ist der Aura manchmal oft abgeschwächt. Und Spirit sagt, schütze deine Energien gerade. Ja, wenn es notwendig ist, schlafe viel, trage ein schwarzer Obsidian oder ein schwarzer Turmalin, was auch immer für dich notwendig ist. Oder hol dir diesen Stein, ja, der blaue Argonit, um dir zu helfen auf deinem Weg, was auch immer du brauchen tust. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen schwarzen Obsidianstein angezogen und mir geht es einfach sehr viel besser von den kollektiven Energien, abgesehen, die mich innerlich fressen als Empath. Geht es mir viel besser, seit ich da die Kombination von Obsidian und Bergkristall trage. Ich trage einen Bergkristall und einen Obsidian und seitdem geht es mir wirklich innerlich viel besser. Ich bin viel ausgeglichener und bin mehr oder weniger in meiner Mitte. Dann lass uns schauen, was der Spirit dir noch mitteilen möchte zum Abschluss dieses Readings. Illuminate the Shadow, Focus on the Solution. Ja, bringe Licht in der Dunkelheit und konzentriere dich auf eine Lösung. Ja, eine Lösung, wie stelle ich mein Herz, wie befreie ich mein Herz von all diesem Schmerz, all diesem Kummer und wie hole ich diese Mauern runter. Ja, halte dein Herz offen. Was auch immer im Außen geschieht, bleib in deinem Herzen, bleib im Ofen und bring Licht in dem Schatten drinnen und fokussiere dich auf eine Lösung, die sich dir zeigt. Ja? Nicht auf das Problem fokussieren, sondern auf die Lösung des Problems. Okay? So, dann haben wir nochmal eine Karte hier. Und zwar Hidden Realms, Create Conscious Awareness. Es geht aber auch hier darum, dass du eine bewusste Bewusstsein entwickelst und Soul-Fragmente, Balance will be restored. Also Spirit sagt, auch wenn du dich jetzt gerade sehr verletzlich fühlst, ja, und vielleicht einfach auch gerade das Gefühl hast, du stehst jetzt da nackt, du sitzt hier nackt, du bist verwunderlich, weil du verletzt worden bist, weil dieser ganze Schmerz wieder hochkommt. Spirit sagt gerade mir, schütze dich bitte gerade, ob es notwendig ist, mit Salbei, mit Räucherungen, mit Schutzsteine, von Menschen, die toxisch sind, zieh dich zurück von negativen Nachrichten im Außen, was auch immer. Und bring Licht in der Dunkelheit, indem du dich auf Lösungen fokussierst und nicht auf das Problem. Ja, nicht auf das Negative, sondern du konzentrierst dich auf die Lösung. Und ich sage immer, wenn mir etwas wehtut, wenn mich jemand verletzt, ja, dann fokussiere ich mich nicht darauf, warum mir dieser Mensch verletzt hat. Ich fokussiere mich auch nicht darauf, was schiefgelaufen ist, sondern ich sage mir, was ist die Situation jetzt? Die Situation jetzt im Gegenwart. Ist dieser Mensch nicht ein Teil meines Lebens? Es ist passiert, was passiert ist. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Ja. Und dann tue ich alles, was notwendig ist, damit es mir besser geht. Ich gehe in ein Wellness, ich gehe mit meinen Freunden aus, ich tue mir selbst Gutes, ich schlafe viel, ich schütze mich, ich pflege mich, ich ernähre mich gesund und achte darauf, dass es mir einfach gut geht. Ich tue Dinge, die mir gut tun. Ja. Und setze mich mit all dem Schmerz auseinander, die hochkommen. Natürlich, die sollst du ja auch nicht unterdrücken. Ja, es geht aber darum, dass du deine Bewusstsein erweiterst. Hier findet für dich eine Bewusstseinerweiterung statt, durch das, dass die Dunkelheit angeleuchtet wird in dir und dein Herzchakra befreit wird, damit du das, deine Aufgabe erledigen kannst. Und es sind alte Fragmente, Seelenfragmente, die zu dir zurückkehren. Vielleicht magst du dich mal damit auseinandersetzen, wie man Seelenanteile, alte Seelenanteile zurückholt. Du kannst auch darum bitten, in der Nacht, wenn du schlafen gehst, dass du darum bittest, dass deine alten Seelenanteile zu dir zurückkehren. Sei aber bitte achtsam, weil oft, wenn diese Seelenanteile zurückkehren, sind sie immer noch in dieser alten Energie und könnten dich noch tiefer herabziehen. Deswegen lass dich von jemandem unterstützen und helfen, wenn du das jetzt wirklich machen möchtest. Ja. Aber was ich hier höre vom Spirit, was er dir sagt, ist, dass alles, was geschieht, zu deinem Wohle geschieht, um dein Herz zu befreien, dich vorzubereiten auf eine bedingungslose Liebe, auf eine Liebe, die über Zeit und Raum bestehen wird. Ja. Und vielleicht ist es auch für dich wichtig zu wissen, dass wenn eine Liebe echt ist, der kennt keine physische Körper. Er kennt keine Alter, er kennt keine kulturelle Auseinandersetzungen, er kennt gar nichts. Es besteht, Liebe ist einfach Liebe. Man sucht sich die Liebe nicht aus, Liebe passiert einfach, ja, weil das Herz, weil zwei Seelen sich erkannt haben und lieben. Und Spirit sagt, fokussiere dich auf eine Lösung, dass du aus dieser Dunkelheit rauskommst, kreiere eine höhere Bewusstsein, schütze dich, deine Energien, wenn du das Gefühl hast, dass jemand dir nicht gut tut,
Befreie dein Herz, zieh keine neuen Mauern hoch und wisse, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Ja, und du hast die Zahl 33, die 3 ist hier sehr aktiv, vielleicht 333. 33,6 geht um Herzheilung, ja, Herzheilung und Heilung, deine ganze Ahnenlinie. 8 ist die Karte der Fülle, dann haben wir 19, die 10, ja, Abschluss eines Zyklus, 21 wieder die 3 und 20 die 2 Manifestation, ja. Also Spirit sagt auf jeden Fall, was auch immer passiert, es ist notwendig, damit du eine höhere Bewusstsein entwickelst und damit du dein Herz frei behältst und damit das Gleichgewicht in deinem Leben wiederhergestellt wird und wisse, dass das auch passieren wird, ja. Und vertraue darauf und schütze momentan deine Energien, wenn du dich abgeschwächt fühlst. So, ich wähle für dich Gruppe 3, weil deine Reading jetzt da ein bisschen schwerer war, möchte ich eine Karte von den Lemurian Starchild ziehen. Mal schauen, was die da zu sagen haben. Gruppe Spirit, ich bitte um deine Botschaft an Gruppe 3 in Bezug auf Gruppe 3, seine Situation. Was ist das Universum hinter der Kulissen für Gruppe 3 am Orchester? Wir haben hier Ellen of the Ways. Attune to nature signs to find your way, follow your heart. Ja, es geht hier darum, dein Herz zu folgen. Ja, folge dein Herz, verbinde dich mit der Natur, um deinen Weg zu finden. Und folge der Stimme deines Herzens, nicht der Angst, sondern lasse dich von deinem Herzen leiten. Und wir haben den Himmel auf Erde. All are invited, 5D Dimension, New Earth, Spirit in Matter. Es geht darum, dass du deine Schwingungen erhöhst und dich vorbereitest auf den Himmel, auf der Erde, auf der 5 Dimension Energie. Und du kannst nicht mit einer Verletzung entweder in eine Partnerschaft gehen, die göttlich ist, eine Divine Partnerschaft, eine Counterpart, eine Twin Flame Verbindung, eine Seelenpartnerschaft, die in der 5. Dimension funktionieren soll, kann nicht mit zwei Verletzungen, mit zwei Menschen, die miteinander Verletzungen aus der Vergangenheit tragen, in eine Partnerschaft gehen. Sie begegnen sich vielleicht, dadurch triggern sie die Verletzungen, sie heilen jede für sich und dann gehen sie in Union und dann kommen sie in die 5. Dimension. Und wenn du jetzt diesen Menschen begegnet bist und eine Verletzung passiert ist, eine Trennung passiert ist, dann wisse, dass das notwendig ist, weil jeder für sich heilen darf, weil ihr beide ineinander eine Verletzung aktiviert habt, die aus der Vergangenheit, aus einer vergangenen Verletzung entstammen ist und ihr euch das gegenseitig getriggert habt. Und bevor eine Wiedervereinigung mit dir geben sollte, mit euch geben sollte, erst diese Heilung geschehen muss. Wenn diese Person nur eine karmische Person war, die das angetriggert hat, dann wisse, dass auf der anderen Seite der Richtige für dich wartet, sobald du geheilt bist und dieser Mensch zu dir auch kommen wird. Also für dich ist definitiv etwas ganz Tolles vorbestimmt. Know and flow as the love you are, bliss. Du bist Liebe und wisse und fließe als die Liebe, die du bist und die Segnungen, die zu dir kommen möchten. Arise. Auferstehung, das ist für mich die Karte der Auferstehung. Wir haben hier die Syrian Emissaries, Dream for the New Earth, Time Now for a Magical Life. Es, Spirit möchte dir eine magische Leben bringen und sagt dir Träume von der neuen Erde. Es ist jetzt Zeit für dich, ein magisches Leben zu führen. Aber um das zu führen, musst du erst die alte Verletzungen loslassen. Und das, was dir jetzt gerade passiert, ist, weil das Universum hinter den Kulissen für dich eine magische Welt, eine Auferstehung, eine 5 Himmel auf der Erde kreiert, ja, damit du dein Licht scheinen lassen kannst. Du kannst dein Licht, du bist ein Lichtwesen, ja, und es ist auch diese Quan Yin-Energie, die bedingungslose Liebe-Energie, ja, und es ist auch die Gottesgnade, die dir zusteht. Wir haben auch hier die rosa Drache und die Quan Yin, die hier steht. Und für mich ist einfach, du bist ein Lichtarbeiter und du sollst dein Licht nach außen voll und ganz scheinen lassen. Aber wenn du nicht in deinem Herzen bist, wenn dein Herz blockiert ist, dann kannst du dein Licht nicht voll und ganz scheinen lassen. Ja? Und das, was dir jetzt passiert, ist, damit du voll und ganz
auferstehen kannst, den Himmel auf die Erde erleben kannst, ein magisches Leben leben kannst und vor allem dein Licht scheinen lassen kannst, ohne irgendwelche Störungen, die aus deinem Herzchakra heraus eventuell entstehen, weil du immer noch alte Verletzungen mit dir herumträgst. Okay, ich hoffe, dass dir das einigermaßen geholfen hat, Gruppe 3. Auch dir danke ich für dein Sein, für deine Liebe, für deine Wertschätzung, egal in welcher Form es kommt. Hinterlasse mir bitte einen Kommentar, ob du damit etwas anfangen konntest. Und falls du Fragen hast, bitte wende dich an uns. Wir werden dir sehr gerne helfen. Du weißt, wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben eine Telegram-Gruppe. Du kannst dich jederzeit dort anmelden. Die Telegram-Gruppe ist halt einfach ein bisschen kleiner. Die Facebook-Gruppe ist ein bisschen größer. Man sollte sich aber dann schon da mitteilen. Also wenn man darüber redet, dann wird man auch geholfen. Aber wenn man natürlich halt nur ganz still da drinnen ist und mitliest, dann passiert halt auch nichts. Ja. Und momentan gehen wir alle durch eine schwierige Zeit. Jeder ist mit irgendetwas in seinem Leben konfrontiert. Und manchmal tut es auch gut, wenn man einfach aus sich rauskommt und Fragen stellt. Dann werden auch die anderen auf dich zukommen. Ja. Gruppe 3, ich drücke dich aus der Mitte meines Herzens und wünsche dir eine wundervolle Start in die neue Woche und drücke dich und liebe dich und freue mich auf deine Kommentare und auf deine Geschichte. Namaste.